Hi. Bup, bup. Oder halt. Modi und Zwecki sind, Modi und Prof sind mit dabei. Zwecki ist auch mit dabei. Ja, und wir spielen. Vielleicht kann ich die Bildschirmaufnahme irgendwie noch anpassen. Weißt schon, was für ein Spiel wir hier spielen, oder? Ja. Und warum hat Prof schon 2 Punkte? Was? Was? Steht bei Achso, das mir, sind ist zwei bei mir. Siege, weil ich halt Und meinen zwei alten Account Siege. wieder Ah, benutzt okay. habe. Ich nicht. Deswegen habe ich einen Sieg drauf. Und wir haben einen Random Bot mit dazu. Einen Random Bot. Einfach mal gu zu gucken, ob der einfach gewinnt. Ja. Vermutlich. KI ist Gut. mächtig. Also ich wäre soweit, also ich denke. Ich kann gleich. Ich wäre soweit, also ich denke, ich kann gleich. Okay, funktioniert. Ist alles zu hören. Wundervoll. Ich muss euch vielleicht ein bisschen lauter stellen. Discord 89% ist ja Modi, müsste eigentlich gehen. Ja, easy. Das Prof auch zu hören. Sehr schön. Na dann. Können wir. Würde sagen, ja. Na Können dann, wir. let's a fucking go. Oh, und los geht's. Ja, sehr schön. Ich habe hier schon zweimal. Es ist doch nicht wahr. Ja, alles klar. Es fängt schon so an. Der Hauptbestandteil von Anti-Aging-Creme ist in Wahrheit. Der Bot ist schon fertig, Prof. Spielt ihr eigentlich lustig oder spielt ihr passend? Der Bot? Ne, Also das ich ist spiele Modi. so, wie es mir halt einfällt. Mach Prof wieder ein bisschen leiser. Ja. Lass doch einfach mal Standardeinstellungen. So, wer So. liest vor? Ich kann's machen. Warte, warte mal kurz, ich habe die Bildschirme. Es ist nicht alles zu sehen. Ich bin blöd. Ja gut, dann warte ich noch ein bisschen ab. Ich bin blöd. Denn hier noch ein bisschen. Es sind ja 4 Spieler, deswegen der vierte Spieler ist nehmen wir mit drauf. So ist jetzt alles zu sehen, oder? Modi singt, Prof singt für uns. Es ist zu breit hier. Du bist zu breit, Prof. So, so nu. Chakadama. Ja, passt perfekt. So, so Na dann, läuft's. endlich. Darf ich? Darfst du? Der Hauptbestandteil von Anti-Aging-Creme ist in Wahrheit eine aufgeblähte Leiche. Sure. Oder ein Gesicht voller Pferdesperma. Das Gesicht ist da auch mit drin. Natürlich immer. Bob der Baumeister. Ach, darum hat die Serie aufgehört. Oder das Schweinchen namens Babe. Alles nicht schlecht. Welches ist vom Bob, vom Bot? Was denkst Das du? ist Das ist schwer die zu Frage. sagen. Ach so, ich muss auch abstimmen. Oh, der Bot. Ah, Mensch. Wir hätten jetzt gewonnen. Nur Du, wir keiner. ich glaube, ich sollte Na den Bot wieder rausnehmen, der kann nämlich nicht abstimmen. das ist natürlich schlecht. Was ist denn hier Tschüss, mal? tschüss, Bot. ist ein schmaler Grat, der zu führt. Bis das mal funktioniert hier mit den Einstellungen. Zeit, ein Auf jeden bisschen zu Fall. triggern.
Okay, das passt. Na, wer will diesmal? Ich kann machen. Na dann. Okidoki. Mach jetzt drittes. Alles klar. Hentai ist ein schmaler Grat, der zu Pädophilie führt. Ja. Oder auch nicht. Wer weiß. Also ich habe zu viel in der Richtung gesehen, um da jetzt Nein sagen zu können. Ich kann es mir gut vorstellen. Gut. Okay. Kein Kommentar. Eine lebensechte Sexpuppe ist ein schmaler Grat, der zu ungeborene Babys führt. Man war sich vielleicht noch nicht so sehr eine Puppe. Wieso ungeborene Babys? Das führt dazu, dass keine Babys geboren werden. Tja. Wir wissen nicht, ob sie zu lebensecht oder zu sehr Puppe war. Okay. Deadpool ist ein schmaler Grat, der zu Vaginalfürzen führt. Sicher, dass der Bord raus ist? Sicher, dass der Bord raus ist. Ja. Was nehmen wir? Tja, musst du selbst wissen. Wuhu, ich hab gewonnen! Yeah, beide waren selbst war geschrieben. Teil war stark. Ohne die Pädophilie. Ich weiß schon ganz genau, warum ich 50... ich glaube, die schmeiß ich raus, oder? Ja. Ja. Das tötet Leute. Eine von den klassischen Karten, mal gucken. Na komm, Morty. Ja. Okay, dann bin ich dran. Natürlich. Meine geheime Kraft, das ist ja letztens wieder Life is Strange gespielt. Das ist, da wissen wir, was meine geheime Kraft ist, das ist dann jetzt, und zwar folgendes. Meine geheime Kraft ist, mit dem Arsch in der Toilette stecken bleiben. Na dann. Na dann. Das ist doch mal was Besonderes. Das kann nicht jeder. Außerdem meine zweite, ich habe noch eine zweite magische Kraft. Nicht eine magische, sondern eine geheime Kraft ist VR-Porno. Und außerdem meine dritte Kraft noch dazu. Ich habe drei Kräfte. Ich bin einfach ultimativ. Ist die deutsche Wehrmacht. Okay. Den habe ich nicht kommen sehen. Also auf den Teil von Life is Strange freue ich mich. Ideen für Life is Strange 4. Das ist Life is Strange 4, da können auch Ideen gesammelt werden. Life is Strange 4, Back to the Führerbunker. Oh nein. Ah, fuck. Na dann, Zwergi, du musst auch noch abstimmen. Ach, ich muss da abstimmen, na toll. Ja. Wirklich? Ja, für mich selbst konnte ich ja nicht abstimmen. Was ist am krustigsten? Ja. Da habe ich was Gutes für. Na dann, was ist am krustigsten? Fangen wir mal in der Mitte an. Auf Platz 3. Freddy Krüger. Ja. Ja, das kommt korrekt, schon ja. hin. Das kommt ja. schon hin, ja. Also nach dem Platz damals auf jeden Fall. Auf Platz 2. Prostituierte. Wenn es eine billige ist, auf jeden Fall. Und auf Platz 1. Die Klitoris. Das geht ja auf den letzten Punkt auch schon zurück. Freddy Krüger hat gewonnen. Schwarz, nein. Schwärzer. Oh Gott. Nein. Meinst du so? Na. Das ist so dumm, aber ich geb's mal trotzdem ein. Meint es auch sehr dumm. Okay. Okay, da habe ich Schwarz, Schwärzer, eine Sammlung von Hightech-Sex-Spielzeug. Tja. Ey. Oder auch am Schwärzesten. Nice. Selbst geschrieben, oder was? Vermutlich. Das ist so einfach und trotzdem. Okay, eins haben wir aber noch. Schwarz, Schwärzer, die Privilegien der Weißen. Mhm. Okay.
Als ob. Als ob. Das war der Grund, warum ich einfach nur angefangen habe zu lachen. Okay, das ist gut. Ja, schon so wunderbar dumm war. Nee, ich nehm das. Ja. Schatz, setz die Perücke auf und tu so, als wärst du. Das ist gut. Ich muss jetzt schon über meine Antwort lachen. Das ist so gut. Okay. Ich muss lesen, oder was? Ja, du bist. Schatz, setz die Perücke auf und tu so, als wärst du ein echter Hase. Ja? Ein echter Hase. Ja, nochmal. Schatz, setz die Perücke auf und tu so, als wärst du Jogi Löw. Ja. Oh. Ja, Stahl in den Sack greifen. Das Beste kommt zum Schluss. Schatz, setz die Perücke auf und tu so, als wärst du Dumbly Brot. Hat auch was. Ja. Aber Jogi Löw hat mich echt erwischt. Hm. Danke. Fucking Jogi Löw. Ah, Jogi ist die Kurzform von Joghurt. Okay. Vielleicht wurde sie damit geboren. Vielleicht ist es. Oh, fuck. Wer weiß. Oh. Na dann. Vielleicht wurde sie damit geboren. Vielleicht ist es ein schlimmer Laserhaarentfernungsunfall. Oder vielleicht wurde sie damit geboren, aber vielleicht ist es auch das Blut Christi. Mhm. Oder vielleicht wurde sie damit geboren. Vielleicht ist es auch Lobotomie. Ach ja, Hirntod. Ach ja. Lobotomie ist echt gut. Modi. Danke. Ah. Kommt diese Saison auf den Broadway. Das Musical. Modi? Oh. Ja, ich hab nur gewartet, dass ihr bereit seid. Kommt diese Saison auf dem Broadway? Angriff der Killermieze, das Musical. Bin interessiert. Okay, aber zur Auswahl steht auch noch Der Schrei aus der Sonnenwerbung, das Musical. Okay. Schreit vor Glück oder schick's zurück. Ich arbeite für die indirekt, also. Ja. Darfst nicht lachen. Lieber, ja gut, ich werde nicht direkt von ihm bezahlt. Lieber mal Fortnite das Musical angucken. Das Traurige ist, das wäre sogar wahrscheinlich, dass das noch irgendwann kommt. Ich bin sicher, es gab mindestens ein Musical in Fortnite. Ich bin daran interessiert. Ja, das ist definitiv interessanter. Gehört in die Psychiatrie. Du bist muss jetzt. Okay, dann finden wir mal heraus, wer in die Psychiatrie gehört. Und zwar, wo soll ich anfangen? Links, rechts, Mitte? Sieht der aus? Links. Die Bibel gehört in die Psychiatrie. Ja, kommt schon hin. Ja. Ja. Wobei eher Gott, aber naja. Wer noch in die Psychiatrie gehört, ist Modi. Danke. Soll ich einfach den Browser beenden und aus dem Call rausgehen? Ja, aber der sexuelle Belästigungsskandal, der gehört auch noch mit rein. In die Klapse. Ah, das finde ich gut. Yay, Punkt. Für Prof. Wenn mich anruft, gehe ich erstmal. Ich muss mal kurz Karten aussortieren. Das kann raus, das kann raus, das kann raus,
das kann raus, das kann raus. Jetzt muss ich kreativ sein. Okay. Mir fällt nichts ein. Ich nehme einfach die Karten, die ich habe. Ich hatte nur noch zwei Karten und die haben beide nicht gepasst, also musste ich was Neues schreiben. Muss ich auch. Keine Ahnung, ist so halbwegs lustig. Na dann. Wer muss vorlesen? Ich glaube ich. Ja. Ja, dann los. Okay, wenn mich Gleichberechtigung anruft, gehe ich erstmal einer Frau das Wahlrecht absprechen. Sehr gut. Okay, gut. Dann mach das mal. Okay, außerdem, wenn mich Thomas die Lokomotive anruft, gehe ich erstmal schlampen. Okay. Ja. Okay. Und wenn mich Michael Jackson anruft, gehe ich erstmal die Kinder holen. Auch gut. Wow. Auch nicht schlecht. Yay! Hab mich umentschieden. Michael Jackson gewinnt. Wupp, wupp. Die Kinder verlieren. Yay. Schlafzelle in der Bunte. Und sind das neue Traumpaar. Na komm, verplempern wir's. Naja, das könnte ich noch gebrauchen, lass mal. God fucking damn, die Karten sind so random, die muss ich jetzt einfach reinkloppen. Ich hab hier nichts Gutes. Zweites. Ja, die Karte kann man immer gebrauchen. Auf geht's. Mori. Okay, Schlagzeile in der Bunte. Mit den Händen eine Kuh begatten und von Benjamin Blümchen mit dem Rüssel unsittlich berührt werden, sind das neue Traumpaar. Ja. Das gefällt mir. Okay, aber gleichzeitig sind auch ein heißes Durcheinander und Regelblut zusammen. Gut. Aber das beste Traumpaar sind natürlich Scheidenpilz und Penisfinger. Ja. Gut. Ja. Mist. Tai. Poff hat schon 5 Punkte, als ob. Wenn ich das sehe, kommen mir vor Lachen gleich die Tränen. Ja, mal gerade ausspielen. Verdammt, ich habe so viele gute. Das kann raus, das kann raus, das kann raus, das kann raus. Ach, fuck it, der kann auch raus. Verdammt. Der kann raus, der kann raus. Okay, die beiden sind gut, die behalte ich noch. So, Modi. Ich bin gerade versucht, zufällige Karte zu spielen. Ich mach das jetzt einfach. Na dann, Zwergi. Wenn ich das sehe. Modi, ich komme immer zum Lachen. Beim Lachen kommen mir gleich die Tränen, wenn ich Folgendes sehe. Gewaltige Gummibären auf Endzug. Außerdem muss ich immer mit Tränen lachen, wenn ich polizeiliche Gewalt sehe. Yay! Und auch unter großen Tränen muss ich lachen, wenn ich Juden sehe. Schade. Schade, jetzt hätte ich doch am liebsten Hitlerbärtchen genommen. Warum lacht denn keiner bei polizeilicher Gewalt? Oh. Was ließen die USA im Luftraum von Afghanistan für die Kinder abwerfen? Es ist so böse.
Auch zwei, die passen. Das muss. Ja, komm, bleiben wir dabei. Das kann. Ich sortiere kurz noch schnell aus. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Ach, kommt die bald mir noch. Und los geht's. Du bist Prof. Na dann, was ließen die USA im Luftraum von Afghanistan für die Kinder abwerfen? Kinderarbeiter? Oh, aha. Okay. Kommt doch selber raus. Kinder für die Kinder. Eine Spermaprobe? Nur eine? Mhm. Wahrscheinlich die vom Präsidenten. Oder 19 Dollar Fortnite-Karten. Das muss von Modi kommen. Nein. Ich kaufe mir nicht Fortnite-Karten. Ich kaufe mir Fortnite nur auf Kredit. Meinst du? Aha. Kinderarbeiter haben gewonnen. So wie immer. Erstmal in ihrem Leben. Okay. Statt Schachmatt benutzt man nur den Begriff. Aha. Na, das ist dümmer. Warum? Ach scheiße, ich muss vorlesen. Ja. Dann nehme ich das nicht. Ja gut. Dann spielen wir eine zufällige Karte. Dann nimm eine zufällige Karte, dann bist du. Dann musst der du. Ist schwach, der ist schwach. Fuck it. Tschüss, Hitler. Wer braucht schon Weltfrieden? Oder Metallica. Ich hau da einfach mal Britney Spears mit 55 raus. Okay, so. Statt Schachmatt benutzt man nun den Begriff Zellulite-Zentrum. Ja. Alternativ geht natürlich auch. Hab dich du Bastard. Passt beides bisher. Passt beides. Oder was dasselbe beschreibt wie Schachmatt ist natürlich auch UNICEF. Natürlich. War ja klar. Yay! Schade. Hauptsache du Bastard, das ist einfach gut. Hauptsache du Bastard, stell dir das mal wirklich vor bei so einer richtigen Schachweltmeisterschaft. Blowjob zu alle, ich schmeiß es weg. Schmeiß weg. Und nun auf Eurosport, das Meisterschaftsturnier des... Puh. Das ist seltsam. Ich muss, oder? Ja. Ja. Yep. Wir haben jetzt auch gerade Olympia, deswegen haben wir jetzt hier das neue Meisterschaftsturnier. Jetzt bei Olympia, jetzt eine neue Klasse, irgendein Sportart. Free Hong Kong! Bei den Loaf Parades die Treppe absperren. Aha. Ja. Und auch eine neuere Sportart auf Eurosport jetzt bei den Olympischen Spielen. Essen aus Äthiopien schmuggeln. Klingt gut. Oder auch Wahrsager ermorden, um zu zeigen, dass wir es alle nicht kommen zu haben. Die sind alle schwach. Ja. Nice. Tja. Die sind alle schwach. Ja. Schön, dass aber dadurch wirklich jetzt jeder eine bekommen hat. Hat dafür gesorgt, dass das neue Restaurant geschlossen wurde. Wer muss vorlesen? Na, Prof. Ich. Alles klar. Ich finde es schön, dass er das fragt und dann die Karte aussucht. Ja. Es passt halt auch. Ich kann es noch nicht aussprechen. Ja. Wieso hast du Angst vor rechtlichen Nachfolgen? Nein, ich kann es wirklich nicht aussprechen. Ja. Ich weiß nicht, wie dieses Wort formuliert wird. Ja, mal gucken. Der Prof muss noch. Ach, fuck it. Okidoki. Was hat denn dafür gesorgt, dass das neue Restaurant geschlossen wurde? Das eiskalte Händchen?
Ach ja, die Eltern. Was ist ja eiskalt. Oder ein Kind, das in 7 Mülltonnen verteilt ist. Das schließt die meisten Restaurants. Es hängt davon ab, wie viele Teile davon nicht in der Mülltonne, sondern noch im Restaurant verwertet wurden. Oder Anatidaephobie, die Angst von einer Ente beobachtet zu werden. Ja. Aber die Ente ist ja dann tot. Das ist ja. Unser Teller liegt es ja dann. Vielleicht beobachtet sie dich ja trotzdem. Hm. Na toll, jetzt bin ich Hinterletzter. Yeet! Hinterletzter. Es sind immer die kleinen Dinge im Leben. Aha. Oh ja. Fuck. Ja. Dann Morty. Gut. Morty muss wieder. Mein Name ist schwarzer Sklave. Es sind immer die kleinen Dinge im Leben. Ja. Widerspricht sich das nicht? Nö. Ein bisschen, aber nur ein bisschen. Eigentlich nicht, das ist Intentionale. Das ist der größte, ich immer noch klein. Das ist, ja. Die Puderosa Ranch. Die Puderosa Ranch. Oh ja. Es sind immer die kleinen Dinge im Leben. Ja. Oder natürlich auch dein Penis. Es sind immer die kleinen Dinge im Leben. Ach, oh, fuck. Nee. Wirklich? Yay. Ich hab gewonnen. Verdammt. Ich hab bei dein Penis da nicht mehr mitgerechnet. Ich weiß. Yay. Oh, Dreier. Mal im Kampf von Hü gegen Hü haben wir um Hü gewettet. Aha. Das ist lang. Zünd eine Karte. Okay. Warum nicht? Das mal kurz aussortieren. Das ist mir scheißegal. Das ist mir scheißegal. Okay, die behalte ich. Okay, ich hab's. Das ist raus. Okay. Es ist, die Karte ist viel zu lang, das ist, aber die hatte ich wirklich. Es ist halt einfach. Es ist halt einfach ein ganzes Gedicht. Okay, okay. So, Modi. Oh, ich muss oder was? Ja, du musst. Du musst. Oh, das ist ja, da muss ich aber runterblättern hier. Und dann fang mal an. Drei Antworten. Dann fange ich mal unten an. Beim Kampf von Britney Spears mit 55 gegen Jürgen 63 von Facebook haben wir um Folgendes gewettet, nämlich um Vorhaut. Dann gab es noch einen weiteren wichtigen Kampf des Jahrhunderts, nämlich bei diesem Kampf haben Kleinkinder gegen tollwütige Hunde gekämpft und dabei wurde um Hackfleisch gewettet. Frisch, ja. Von den Kindern. Oder den Hunden. Und außerdem. Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, die Chancen stehen da eher schlecht für die Kinder. Sie sind gering, aber sie sind da. Ja. Aber außerdem gab es noch einen Kampf zwischen Spargeltee und Juden. Und dabei wurde gewettet, um sich von einem Hochhaus stürzen und merken, dass man doch nicht fliegen kann, sondern nur unter dem Einfluss von Drogen, zu viel RTL und Helene Fischer steht. Gewettet. Wuhu! Alex, nee. Selbst geschrieben. Natürlich. Mhm. Irgendwie nichts gut. Das schmeiß ich raus. Das schmeiß ich raus. Gar nichts gut. Oh nein, ich hab nur noch 39 leere Karten übrig. Ich hab noch 47.
wenn man nichts weiß. Na dann. Ich bin, oder? Ja. Na dann, was hat mich denn alles zu Tränen gerührt? Fangen wir wieder in der Mitte an. Profs Mutti hat mich zu Tränen gerührt. Oh, das ist aber schön. Oh. Oder der Tag des jüngsten Gerichts hat mich zu Tränen gerührt. Endlich, es wurde auch Zeit. Nein, endlich. Erlöse mich. Schick mich endlich in die Hölle. Ja, genau so. Oder ein Pavian, der sich mit einem Dildo am Arsch kratzt, hat mich zu Tränen gerührt. Ja. So. Ja. Oh, Profs Mutti hat nicht gewonnen. Ich bin doch nie. Doch bevor ich sie töte, Mr. Bond, muss ich ihnen zeigen. Okay, warum nicht? Einfach nur, weil es Mordi muss. Mordi muss vorlesen. Mordi, du musst vorlesen. Einfach nur, weil du es vorlesen musst. Okay, let's go. Okay, doch bevor ich sie töte, Mr. Bond, muss ich Ihnen Günther Jauch, der von einem Einhorn gefickt wird, zeigen. Ja. Das muss man sehen. Natürlich. Aber gleichzeitig muss ich Ihnen auch ein einsames Schamhaar zeigen. Oh, fast schon traurig. Das ist schon hart, dass ich jede einzelne von den Karten aus dem Originaldeck weiß, dass wenn sie aus dem Originaldeck kommt. Bei mir auch. Ich habe das originale Set mir damals selbst ausgedruckt, als es das Deutsche noch nicht zu kaufen gab. Tja. Nice. So eins das haben Set wir noch. Hat mittlerweile insgesamt, glaube ich, 200 Spiele gesehen. Mhm. Wow. Na dann. Okay, gut, das Letzte. Doch bevor ich sie töte, Mr. Bond, muss ich Ihnen noch das auffällige Muttermal an meinem Hodensack zeigen. Okay, das hat auch Stil. Hey, Time Rescue! Ich hab gewonnen! Yeah, noch eine Runde? Ja, auf jeden Fall. Ja. Na dann, auf geht's. Ich war hinterletzter. Start Game. Die ist scheiße. Ja, mach weg. What the fuck? Mach weg. Der Patient zeigt als Symptom. Wahrscheinlich eine Folge von so schlecht ist sie doch gar nicht, aber okay. Ah, okay. God fucking damn it. Nee, das brauche ich später noch. Zeit für sehr, sehr flachen Bullshit. Je flacher, desto besser. Obwohl, nein, machen wir es rassistisch. Ja, passt. Das hat, glaube ich, auch noch nie jemand gesagt. Passt, es geht ja um weiße, es geht ja um weiße Menschen, also. Auf geht's! Wer ist dran? Muss ich wieder, oder? Frag ich mich auch. Fang du an. Dann fange ich an. Weiße Menschen sind wie schwarze Menschen, bloß besser. Ach, du Scheiße. Das ist also rassistische Sache. Das habe ich nicht gesagt. Weiße Menschen sind außerdem wie 8 Gramm bestes russisches Heroin. Kann man zustimmen. Außerdem sind weiße Menschen wie auf der Beerdigung des jüdischen Onkels das Horst Wessel-Lied vorspielen. Das war ja klar, dass ich... Das ist der neue Trend-Cocktail. Ja, passt. Könnte auch in wie ist das nochmal? Gamewash Triput. Monkey Island könnte easy ein Rezept sein. Könnte reinpassen. Könnte easy ein Monkey Island. Könnte Legit sein. Na dann bin ich. Okay, was ist der neue Trendcocktail? Rum, Zitrone und Richterin Barbara Salisch?
Außerdem, was ist der neue Trendcocktail? Rum, Zitrone und Spritzenteil. Am keine Corona kann doch guter Scheiß drin sein. Oder Rum und Zitrone und die tote Katze des Nachbarn. Ja. Okay. Ach, ich kann sie heute noch schmecken. Ja, Spritzenteilen, aber nur die Corona-Spritzen. Die muss man sich teilen. Das stimmt, ich habe getötet. Wie, fragst du? Ja, langweilig, ja, langweilig. Ham. Okay, das muss ich nehmen. Ich habe dumme Ideen. Ich habe einen Witz mit Klasse. Dann let's go. Modi, na dann, Modi, du darfst. Das stimmt, ich habe die eiserne Jungfrau getötet. Wie, fragst du? Der Papst. Gut. Das stimmt, ich habe Stephen Hawking getötet. Wie, fragst du? Stromausfall. Ja, und hin. Aber er ist schon tot, das ist ein Problem. Ja, was meinst du, warum? Du hast ihn getötet. Braucht er überhaupt irgendwelche Geräte, also zum Fortbewegen und so weiter? Zum Leben nicht, nee, der war nur einfach gelähmt und. Ja, das weiß ich halt nicht, aber. Ich bin mir nicht sicher, ob seine Lungenfunktion nicht von der Lungenmaschine abhängig war. Ich weiß es halt auch nicht. Das müsste man halt wissen, um das lustig zu finden. Tja. Ja, gut, das stimmt. Ich habe Genghis Khan getötet. Wie, fragst du? Wissenschaft. Ja. Ist der nicht einfach nur vom Pony gefallen? Keine Ahnung. Ja, aber wer weiß, vielleicht habe ich ja den einen Stein in der Zeit zurückgeschickt, damit das Pony darüber stolpert und herunterfällt. Das kann sein. Woohoo! Stephen Hawking hat gewonnen. So wie sie es gehört. Ja, aber die hatte die letzten 3 Wochen nur. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich muss verlieren, oder? Ja. Na, erstmal aussortieren, bevor ich was klicke. Das kann raus, das kann raus, das kann raus, das kann raus, das auch, fuck it, das auch. Und das nehme ich. Hab gerade meinen gesamten Satz weggeschmissen. Die letzten 3 Wochen, Leute, ganz wichtig, hatte ich nur Fettleibige. Ich kann es gar nicht mehr sehen. Außerdem hatte ich die letzten 3 Wochen Fernfahrer-Muschi, halbes Kilo warmes Mett in einer Thermoskanne. Nach 3 Wochen würde ich das auch mal wegschmeißen. Wer kennt's nicht? Ich kann es auch gar nicht mehr sehen. Aber außerdem hatte ich noch die letzten 3 Wochen Germany's Next Topmodel. Kann ich auch nicht mehr sehen. Wie man das 3 Wochen durchhalten kann, die Serie ist doch scheiße. Nee. Wie lange geht die denn standardmäßig? Wuhu! Nee. Ich glaube 3 Wochen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Wo wir gerade bei magersüchtigen Models sind. Passt. Was? Du musst es vorlesen, Prof. Ja. Prof muss es. Dann. Die nehme ich. Ich bin voll zufrieden mit meiner Antwort und ich stehe dazu. Na dann wollen wir doch mal durchgehen. Stehst dazu. Teenager-Schwangerschaft. Einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Also der Teenager oder die Schwangerschaft gepoppt. Wer weiß. Nein, die Laufbewegung. Oder Thaddäus Tentakel. Einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Aha. Dazu stehst du also, Modi. SpongeBob, gib's mir Härte. Oh nein.
Kindheit zerstört. Oder den Knackarsch von Cristiano Ronaldo. Einmal gefunden, nie mehr gestoppt. Ja. Okay, das ist wirklich gut. Und ich habe nicht mal selbst geschrieben. Moni, dazu stehst du also. Ja, klar. Studien belegen, dass sich Laborratten 50% schneller durch Teststrecken finden, wenn sie ausgesetzt wurden. Nice. Auf jeden Fall. Das haut hin. Morty muss es vorlesen. Das raus. Nehmen wir das. Na dann. Okay, Studien belegen, dass sich Laborratten 50% schneller durch Teststrecken finden, wenn sie Kindesmissbrauch ausgesetzt wurden. Alternativ geht natürlich auch Till Schweiger. Das wären mehr als 50%. Ja. Aber natürlich am effektivsten und genau 50% erreicht man mit abgetrennten Körperteilen mit Extrakäse. Die mag ich auch am liebsten. Im Grunde McDonald's. Punkt für Till Schweiger. Abgetrennte Körperteile mit Extrakäse, es trifft auf alles mit Käse überbacken und am Fleisch zu. Ich weiß. Aber beim nächsten Zaubertrick werde ich aus einem holen. Was ist los? Macht absolut keinen Sinn, aber was soll es? Ich muss es ja vorlesen. Gut. Prof. Wir warten auf dich. Gut, ich muss vorlesen. Meine neue Zauberershow. Und bei meinem nächsten Zaubertrick werde ich als erstes dein Penis aus einem Loch in der Wand holen. Ja. Glory Holes! Und aus dem werde ich eine Windmühle voll mit Leichen aus spontaner Selbstentzündung holen. Okay. Ja. Und dann werde ich noch bei meinem dritten Zaubertrick, werde ich die Plazenta aus einem Tiefkühlschrank voller Organe. Dafür gibt's aber nicht viel Geld. Das ist doch nicht mal ein Zaubertrick, das ist nur ein Schrank öffnen. Hurra. Manche Magier haben niedrige Standards. Ein Home of Glory Holes. Zu Weihnachten wünsche ich mir. Fucking David. Prof muss es vorlesen. Ja, dann was wünsche ich mir denn? Zu Weihnachten wünsche ich mir Kastration durch Machete. Das wird schön. Oder die Tränen der Kinder Südafrikas. Das lässt sich kombinieren. Außerdem ethnische Säuberung, das lässt sich auch kombinieren. Das kombinieren. Wir haben ja im Grunde eine Story. Alle drei Karten, eine Story. Jo. Oh. Schön. Wunderschön. TSA-Richtlinien verbieten nun in Flugzeugen. Ich hab's schon. Machen wir das Böse oder machen wir das Dumme? Beides. Geht nicht, würde ich gern zusammen. Schreib's auf eine eigene geschriebene Karte. Schreib eine eigene Karte und pack beides drauf. Nehmen wir das. Ah, fuck, ich wollte das Deck noch rausschmeißen. Oh, ja. Pony, du bist dran. Okay, die TSA-Richtlinien verbieten nun Maisdurchfall in Flugzeugen. Der verstopft immer die Rohre.
Ebenfalls ist nun beim Sex ins Gesicht niesen verboten. Ja. Wurde auch Zeit. Aber vor allem sind... Quatsch. Sind, ist... Was ist verboten? Die Richtlinien verbieten jetzt Flüchtlinge in Flugzeugen. Wupp, wupp. Ja. Jetzt müssen sie wieder nach Hause laufen beim Abschieben. Let's go. Time-Rake, ja. Ja. 4, 3, 2. 20% auf alles außer... Das ist so flach. Na scheiße, ich muss es vorlesen. Ah, sie ist scheiße, aber egal. Okay, 20% auf alles im neuen Angebot, außer natürlich auf einen ungeplanten Auftritt bei Bauer sucht Frau. 20% gibt's außerdem auf alles außer Biernahrung. Dann gibt's auch noch 20% auf alles außer auf Schlampen. Hab noch nie Schlampen gekauft beim Baumarkt. Naja. Erzähl mir mehr. Wieso? Die findest du in der Lampenabteilung. Er hat noch nie eine Lampe gesehen, auf der SCH drauf stand. War ein berühmter Künstler. Na, wollen wir eine andere... Lass uns eine andere Karte nehmen. Na dann? Oder? Nee, das hatten wir schon. Gerade. Welcher ist der erotischste Fetisch? Tja. Ja. Wer ist überhaupt dran? Du bist dran. Der Dumpf fragt. Welcher ist der erotischste Fetisch? Platz 1, Pottwale. Dazu gab's mal eine sehr gute Reihe an Tweets vom Erfinder der McAfee-Virus-Software. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Whale fucking. Das ist eine Sache. I competed leider. Once. Da hast du glatt die Wahl. Hat er sogar einmal gewonnen. Dass du die Wahl. Ja, hat's versucht, aber es hat sich dabei Rippen gebrochen. Ach ja, stimmt, das war's. Ich glaube, der Rekord waren 20 Sekunden, oder? Ich glaube sogar 30. Wer will das wissen? Wer will das wissen? Es ist ein interessantes Thema, dass irgendwelche Leute ins Meer springen, um Wale zu ficken. Warum? Ja, wo willst du sonst hinspringen, um Wale zu ficken? Haben sie an Land nichts gefunden? 5 würdest du nicht finden. Haben sie an Land nichts gefunden, oder was? Was gibt's mit Sicherheit auch bei Elefanten? Fetisch. Putin! Putiert ihn! Ja. Wenn er mal wieder oberkörperfrei auf einen Bären reitet, ist es... Ah, ja! Putiert ihn! Ja, du willst gleich über ihn herfallen, wie er über die Ukraine. Mit Waffengewalt. Ganz genau. Welches ist der roteste Fetisch? Darmkrebs! Yay. Es reibt so schön beim Analsex. Ganz richtig. Aber ich fand Putin besser. Aber ich finde Putin aber auch irgendwie faszinierend. Dass er immer einen Übersetzer sich daneben gestellt hat, wenn Merkel da war, obwohl er eigentlich fließend Deutsch spricht. Ja. Wunderbar. Er war mehrere Jahre in der DDR stationiert. Tja. Der spricht besser Deutsch als die meisten Bayern. Der spricht besser. Ist, was Frauen wollen. Der spricht auf jeden Fall besser Deutsch, als viele DDR-Bürger Russisch gesprochen haben. Er spricht auch besser Deutsch, als die meisten DDR-Bürger Deutsch sprechen. Na. Ist, was Frauen wollen. Oha, das ist böse. Das passt so gut. Molly, du musst es vorlesen. Ja. Viel Spaß!
Was? Die Entziehung der meisten Menschenrechte. Das ist, was Frauen wollen. Oh, das natürlich. Ist so böse. Oder auch die verbotene Frucht. Aber das, was Frauen am allermeisten von allem wollen, ist häusliche Gewalt. Das ist so böse. Das ganze Ding ist so böse. Ja. Yay! Entziehung von Menschenrechten. Ja, die selbe Idee. Beide selbe Seite geschrieben. Juhu. Ach, schee. Okay, das ist zu gut. Ich muss meine Hausaufgaben nicht machen. Was? Das ist so fick. Die Karte ist ja sowas von random. Das ist zu random. Die ist so random, die muss ich nehmen. Wer muss es vorlesen? Du. Ja, verdammt. Na, was soll's? Scheiß drauf. Die Karte ist gut. Okay. Es tut mir ganz doll leid, aber wegen dem Ballettunterricht mit Arnold Schwarzenegger konnte ich meine Hausaufgaben nicht machen. Und außerdem wegen Holocaust konnte ich mir auch so die meisten machen. Auf. Ja, und wegen katholischen Priestern letzte Nacht konnte ich meine Hausaufgaben nicht machen. Ja. Sind wir die Karte mal losgeworden? Holocaust, die Schnecke, Holocaust. Nice. Sitzt in ihrem Schneckenhaus. Und ich bin wieder hinterletzter, das ist doch nicht wahr. Ich bin schon der Hinterletzte. In Wahrheit hat es nie gegeben. Das ist jetzt ein alternativer Fakt. Das sind jetzt. Das könnte jetzt fast eine Verschwörungstheorie werden. Im Kopf braucht immer so lange. Er muss sich entscheiden. Der schreibt immer seine Karten selbst, deswegen dauert das so lange. Aber muss es jetzt auch vorlesen. Natürlich. In Wahrheit hat es Landwirtschaft nie gegeben. Wir haben schon immer nur Dreck gefressen. Außerdem hat es nie gegeben. Stimmt. Schwarze Menschen. Sie waren alles nur weiße Menschen, bloß angemalt. Ungefähr so. Thomas Gottschalk liked das. Den ja. Haben wir jetzt nicht kommen sehen. Passt aber. Thomas Gottschalk. In Wahrheit hat es außerdem mein Sexleben nie gegeben. Gott, ja gut. Das wissen wir aber alle, keine Sorge. Das wissen wir, Pop. Das ist uns bewusst. Danke. Ein Film von... Oh, verdammt, ich habe vergessen, die Karten wegzuschmeißen. Ja. Und wir warten wieder auf Puff. Schlechte Entscheidungen wollen gut überlegt sein. Modi muss lesen. Ja! Kein Schwanzweichei. Ein Film von Til Schweiger. Das passt. Ich würde jetzt lachen, aber die Wahrscheinlichkeit dazu ist relativ hoch. Ja, das stimmt. Drei Jahre, dann gibt's den Film. Ich gebe Emma Steiger in der Hauptrolle. Und es ist immer das Gleiche. Zwei Jahre und die entsprechende Menge an Wein, dann geht das schon. Und es ist trotzdem immer noch dasselbe. Mit Liebe und Spucke, ein Film von Einnässen. Oder auch Terror, ein Film von Asterix. Ja. Ene, mene, mo und raus bist du. Woo! Yay.
Ich bin wieder hinterletzter. Das ist warum. Sei halt besser. An der Fleischtheke bestelle ich. Was? Okay. Na dann. Wer ist jetzt dran? Du. Sicher? Ja. Okay, an der Fleischtheke bestelle ich 3 Wochen lang geräuchertes Menschenfleisch. Ja. Ja, das ist richtig würzig. Wenn es schmeckt. Habt ihr eigentlich mal geräucherten Käse gegessen? Nö. Kann sein, weiß ich schon, nicht. Der ist fantastisch. Könnte sein, dass es gegessen habe, aber die kriegst du nicht. Einen kriegst du nicht an der Fleischtheke. Ja, das und ist gut, glaube ich auch nicht. Käse ist direkt daneben. Und außerdem an der Fleischtheke bestelle ich Ketzer. Ja, und außerdem Sozialdarwinismus. Also im Grunde 3-mal dasselbe. Wuhu! Tja. Ach, schon wieder geheime Schmeiß weg. Geheime Superkraft hatten wir schon. Jödeldi, dödeldi, dödeldi. Okay. In seinen letzten Momenten dachte Michael Jackson an. Pink Damage, okay. Die muss ich einfach das nehmen. Du das musst es vorlesen. Ja, und? In seinen letzten Momenten dachte Michael Jackson ein Überraschungsei ohne Spielzeug. Ja. Traurig. Es berührt mich so sehr. Außerdem dachte er an Kindermodels. Passt auch. Und was auch sonst. Und im allerletzten Moment an Schwarze. Also an seine Familie. Also alles drei kombiniert passt auch sehr gut. Wuhu! Worauf gewinnt das hier? Haus hoch. Ja, hatten wir schon. Weg damit. Lösch es. Das weg, das weg. Ah, das ist gut. Habe bei Amazon bestellt. Habe stattdessen Hühner bekommen. Na dann, Modi muss es lesen. Prof singt schon wieder. Habe Amazon bestellt. Was hast du denn bestellt, Prof? Wenn ich das wüsste. Alle meine Karten sind scheiße und ich überlege noch. Dann schreib irgendwas. Ich hab was Gutes. Ich nicht. Ich hab mir übrigens vorhin Dying Light 2 gekauft. Aha. Viel Spaß damit. Danke. Wer muss ja nicht vorlesen? Ich fürchte ich, oder? Ja, ich glaube auch. Ich fürchte, ich muss es. Na dann. Ja. Also dieser Satz ist komplett unrealistisch, weil das niemals vorkommen wird, aber ich habe bei Amazon bestellt und zwar eine Teilnote und stattdessen habe ich aber Emma Watson bekommen. Normalerweise ist es anders. Wollte auch gerade sagen. Wie oft hast du schon Emma Watson bestellt? Ja.
Bei Amazon habe ich aber außerdem Teambildungsübungen bestellt. Habe statt wahrscheinlich ein Buch über Teambildungsübungen. Habe stattdessen schlecht getimte Holocaust-Witze bekommen. Ah, auch ein also Buch. Ein Witzebuch von 1986. Oder der deutsche Humor jetzt. Außerdem habe ich auch bei Amazon bestellt und ich habe Nutella bekommen. Ich habe Nutella bestellt, aber ich habe bekommen eine Punika-Flasche voller Pässe. Puh, nick, nick, nick. Ah. Tja. Schade, ich dachte, ihr wisst Gesellschaftskritik zu schätzen. Vini Vidi Vici. Vini Vidi Vici. Er kam, er sah, er verschmierte. Na, haut hin. Oh, wait, dump entire hand. Tja, Mordi. Mordi tippt. Überleg grad noch, wie ich das halbwegs normal formuliere. Du machst dir Formulierungsprobleme, Gedanken bei diesem Spiel. Könnt ihr euch, glaube ich, was zu essen machen, das dauert hier noch. Beeil dich. Ja, komm, ich schwest einfach irgendeine Karte. Okay. Werden wir es vorlesen? Vorlesen, oder? Ich mach einfach. Oh ja. Mach das. Okay. Veni Vidi Vici, ein Jonas Kreuznageln. Das haben sie gemacht. Okay. Aus Scheiße Geld machen. Haben sie ebenfalls. Oder? Er kam, er sah, er urinierte. Ja. Wie kreativ. Was denn? Meins war eigentlich genau dasselbe. Yay. Wirklich? Ich war wenigstens der Einzige, der überhaupt mit dem Text gearbeitet hat. Ihr habt einfach nur irgendwelchen Scheiß hinten dran geglaubt. Veni Vidi Vici. Er kam, er sah, er siegte und ich hatte nicht mal Latein in der Schule. Ich auch nicht. Ein Spaß für die ganze Familie. Oh fuck, ich muss ihn ja gar nicht schreiben, das ist ja praktisch. Gut. Ich muss wieder oder was? Ja. Gut, dann schauen wir mal, was ein Spaß für die ganze Familie ist, nämlich die homosexuelle Agenda. Wupp, wupp. Was für eine Agenda? Keine Ahnung. Genau die. Vielleicht Agenda. Das kann passen. Ich definiere mich als ich habe kein Geschlecht. Ja, ich bin das Agenda. Nur so als Info. Das gibt's. Nur so als Info. Ich willkommen, bin Agenda. Willkommen in der Welt der non-binary Leute, Mordi. Ich muss dir da mal was. Ich find's einfach nur ein bisschen. Bin halt zu dem Feststellung gekommen, Geschlecht hat absolut keinerlei Einfluss in irgendeiner Modi. Weise, die mich interessiert. Sehe ich doch genauso. Modi, so, willkommen in der Welt, ich muss dir mal was beibringen. Du hast das Geschlecht von irgendjemand anderem, also bin ich agender und pansexuell. Und ich wahrscheinlich auch. Es ist. Hey, ich doch vermutlich sowieso, also komm. Willkommen in der Welt. Na dann. Ja. Auf geht's, eine Karte ist noch übrig. Inder. Jawohl, zwei. Zwei sind offen. Inder, ein ganz Spaß für die ganze Familie. Da hat jemand das K geklaut. Assalamu alaikum, my name is Bob from Texas. Welcome to Microsoft Customer Support. How may I help you? Ja. Hier ist your computer, Herr Schweidusch. Geschwisterliebe. So wie sich's gehört.
Ja, ich liebe diese Videos, wo diese indischen Scammer gescammt werden. Das befriedigt meine Triebe, Geschwister, Liebe, Geschwister, Liebe. Das ist ein Song von den Ärzten. Sicher? Den kenne ich gar nicht. Ja! Er ist auch auf Spotify nicht veröffentlicht worden. Aus Gründen. Wir haben zusammen im Sandkasten gesessen. Beim Doktor spielen wollte ich nur dein Fieber messen. Ja, gut. Ja, der ist aus Gründen nicht auf Spotify. Er wurde in. Jetzt such dir was aus. Ja, sehr schön. Und damit ist dieser Stream und das Video weg. Juhu! Deshalb habe ich gefragt. Ja, wir spielen Cards Against Humanity. Wir haben nicht abgespielt, wir haben nur zitiert. Wir spielen Cards Against Humanity. Das ist verboten und das zählt, glaube ich, darunter. Marty, wir spielen Cards Against Humanity. Yes. Dieser Stream ist rassistisch, sexistisch. Ja, Stream ist. Fördert Pädophilie. Da kommt das Ding jetzt auch nicht mehr drauf. Darauf kommt es nicht mehr an. Du kennst die deutsche Bürokratie nicht. Du kannst ein so bisschen viel Scheiß machen, wie du willst. Aber indiziert ist indiziert. Ich google mal. So, okay, wer muss lesen? Ein bisschen sterben schadet nie. Ja. Ein bisschen Vasektomie schadet nie. Ja. Das gefällt mir. Das reimt sich, deswegen stimmt's. Und ein bisschen Sackratten schadet auch nie. Es reimt sich, deswegen. Schlagbar. Das stimmt, das reimt sich. Das ist. Oh ja, tatsächlich, seit 35 Jahren auf dem Index. Was ist auf dem Index? Gut. Das erklärt, warum ich den nicht kenne. Ohne Pläne, das wieder da wegzunehmen. Gut, dann kriege ich jetzt also rechtliche Probleme mit dem Upload. Du kriegst rechtliche Probleme. Ach ja, die Ärzte. Man muss sie einfach lieben. Ja. Ich freue mich drauf. Die Alben sind echt super. Sie sind okay. Hoffe ich, wenn ich vor Gericht stehe, lade ich dich als Zeugen ein. Da kannst du dich mal rechtfertigen. Ich kenne deinen echten Namen. Hast du mir mal gesagt. Ich finde den Index sowieso richtig scheiße. Einfach nur. Generell. Das dazugehörige Album Die Ärzte wurde aufgrund des Liedes indiziert. Sie haben es aber dann nochmal ohne das Lied nochmal veröffentlicht. Okay. Oh, geschrieben wurde das Lied von Farin Urlaub im Alter von 15 Jahren. Ah ja. Wollen wir eine andere Karte nehmen? In 1000 Jahren. Nein. Biergeld nur noch eine entfernte Erinnerung ist, wird unsere Währung. Das ist doch langweilig, die Karte. Oh, mir fällt auch nichts dazu ein. Ja, mach's weg. Mir fällt was dazu. Oh Mann. Zu spät. In meiner Kennox-Packung fand ich. Es geht noch so gut, kann ich trotzdem benutzen. Da hab ich nichts für. Zeit für wieder was richtig Flaches. Ja. Warum nicht? Okay, Prof muss es lesen, oder? Ich würde sagen, Prof. Mach was du willst. Wenn du meinst. In meiner Kellogg's-Packung fand ich Cornflakes. Wow. Das passiert ab und zu. Aber dann. Ja. Ist aber scheiße, wenn man sich die. Was gibt's denn alles von Kellogg's? Keine Ahnung. Wenn du den Smacks geholt hast. Wenn ich mir Smacks geholt habe und ich finde Cornflakes, dann bin ich sauer. Okay, aber in meiner Kellogg's-Packung fand ich außerdem eine Flöte in der Vagina. Okay. Aha. Gut, aber vor allem fand ich NFTs. Die sind die Zukunft, glaubt mir. Wow. Keiner macht NFTs. Wirklich? Ja, keiner macht NFTs. Ist doch so. Das Lieblingsthema von Staatschef, wenn sie mal ungezwungen mit ihren Kollegen reden können. Ja, ist ja so. Ist eine Tatsache. Stimmt. Hm.
Poff, 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 poff. Ich muss, oder was? Dann mach ich mal. Das liebiges Thema von Staatschefs, wenn sie mal wieder ungezwungen mit ihren Kollegen reden können, ist Rassismus. Außerdem weiteres... Klingt unrealistisch, die reden doch nicht über sowas. Außerdem... Wir haben das Lied weder öffentlich aufgeführt, noch haben wir es beworben oder Jugendlichen unter 18 Jahren zugänglich gemacht. Mhm. Hast du den Stream ab 18 geschaltet? Schlecht getimt, Holocaust-Witze. Haben wir ihn zugänglich gemacht? Nein. Du hast es gesungen. Schlecht getimt, Holocaust-Witze. Ja, das ist schon realistischer. Und aus dem über Sklaverei wird geredet. Bei den Staatschefs, wenn sie mal ungezwungen mit ihren Kollegen reden können. Ja, da kann der Olaf Scholz Geschichten erzählen. Mhm. Na, Rassismus. Mhm. Dann sag mal, warum. Warum ist das Rohr verstopft? Ist ja nichts gut. Na, nehmen wir das. Ist doch blöd, aber... Wer muss eigentlich vorlesen? Ich nicht. Ich hab gerade. Also du, Prof. Na dann, auf geht's. Moment. Ah, verdammt, ich wollte noch das... Ach, egal. Warum ist das Rohr verstopft? Ein großer, schleimiger Klumpen Sackhaare. Wie kriegst die da vorne rein? Oder wachsen die von innen? Tja, wer weiß. Viel Spaß mit diesem Bild im Kopf. Okay, auf geht's zur nächsten Karte. Warum ist das Rohr verstopft? Bandwurm im Hahnkanal. Ja. Ebenfalls, wie kommt er da rein? Magie. Tja. Warum ist das Rohr verstopft? Fisten. Oh Gott, fucking damn it. Ich glaube, sowas ist schon passiert. Hahnkanalfisten? Hm. Ich glaube, das ist eine Sache. Es macht mir Angst. Aber ich glaube... Muss ich an das USB-Kabel erinnern? Ich weiß, Steißbeinfisten gibt's. Nun. Unangenehme Stille. Zeit es auszuprobieren. Morty, komm mal her. Nee, danke, ich bevorzuge USB-Kabel. Ein romantisches Essen bei Kerzenschein wäre unvollständig ohne... Okay, warum auch immer. Pff, warum nicht? Morty muss lesen, oder? Ja, Morty muss lesen. Ein romantisches Essen bei Kerzenschein wäre unvollständig ohne Oma. Aha. Ja, natürlich, die muss ja schließlich kochen. Auf alten Schiffen lernt man segeln. Ein romantisches Essen bei Kerzenschein wäre unvollständig ohne Gelaber. Anschweigen wäre auch irgendwie langweilig. Ja, das stimmt. Was wäre auch unvollständig ohne? Leopold Olaf? Olaf? Was? Ja. Okay. Okay. Nice. Ich gebe mir das in den Ding noch. Wer von uns muss googeln, wer das ist? Keine Ahnung. Aha. Können wir was anderes nehmen? Okay, das ist gut. Nee. Nein. Hey. Mhm. Ach ja. Gut. Ah, eine
Das, was ich höre, ist Mimimi. Ist das nicht so ein YouTuber? Ist der noch YouTuber? Wessen ist dran? Er macht noch was. Ich meine, ist der noch YouTuber? Ich hab noch irgendwie... Der Molly sitzt dran, Molly muss jetzt... Ja, der wurde wieder entsperrt. Ja, er hat sich mit diesem Nazi-Anwalt zusammengetan und die haben ihn irgendwie in den Kanal zurückgeholt. Sympathisch. Ja. Okay. World of Warcraft, alles was ich höre ist Mimimi. Ja, jetzt gehören sie Microsoft. Ja, jetzt schon. Und es wird sich wieder drüber beschwert. Genauso wie beim letzten DLC, bei jedem Update und sonst was. Das ist bei jedem Spiel in jeder Firma und überall so. Fans von Videospielen sind das Schlimmste. Genauso wie bei Pokémon. Rentner überfahren, weil es vom Starterfernprämie gibt. Mhm. Mimimi. Tittenfick bei einem Arc-Versuchen, okay. Ja. Oh. Ah. Tiebreaker, Zwerge, Gott verdammt, der gewinnt das noch. Ich gewinne das noch. Der war vor. Der war, jetzt der haut er das Zeug raus. Jetzt soll ich raus. Die letzten 5 Runden, die 6 Runden gewonnen. Ja. What the fuck? Was ist die neue Trenddiät? Oh fuck, die muss ich nehmen. Was für Intervallfasten? Na, Intervallfisten. Intervallfisten, okay. Greifst du direkt in den Magen und ziehst es raus, dann, bevor du es verdauen kannst. Sag das nicht zu laut, das machen sonst Leute. Ich muss gerade wieder an den Brain Pain Podcast denken, wo sie drüber über Self-Nutrition geredet haben, um so, Leute dazu zu bringen, Scheiße zu fressen. Wer muss jetzt lesen? Du. Du. Ich muss lesen. Okay, die neue Trenddiät ist... All you can eat Shrimp für 5 Euro. Da wirst du kotzen, also nimmst du ab. Ja. Außerdem Chemotherapie. Ich habe noch nie jemanden fetten gesehen nach einer Chemotherapie. Eine weitere Trenddiät ist Stiflers Mom. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich auch nicht. Okay. Okay. Wuhu! Ich hab gewonnen. Ich hatte gedacht, die Schrift... Oh, Puff hat knapp gewonnen. Yeah. Ja, aber sowas so knapp. 6 Runden, Zwergi, 6 Runden. Du hast bei 3 Punkten rumgedümpelt. Das war... Für 15 Runden hast du komplett da nur rumgedümpelt mit 3 Punkten. Und dann kam plötzlich... Und dann kam der Aufstieg. Was zur Hölle? Gut, ich würde mal sagen, kurze Pause, würde ich sagen. Und dann wollen wir noch was anderes spielen oder wollen wir noch eine Runde Cards Against Humanity? Ist mir herzlich egal. Wie hieß denn dieses Spiel? Da gab es ein Spiel, was bei jemandem irgendwie kurz mal im Stream gesehen habe. Irgendwas mit Meme hieß das dran. Irgendwas dann... Was? Weißt du, wie das hieß? Das ist. Ich bin tief in der YouTube- und Twitch-Szene unterwegs. Mit, ich habe keine Ahnung. Die Make was Your Meme oder irgendwas war das. Ich muss mal gucken. Vielleicht machen wir eine kurze Pause und dann können wir mal gucken, ob wir. Ich will nochmal drüber reden, ob wir was anderes machen oder hier noch weitermachen. Gut, ich würde sagen, bis gleich. Jeet.
Thank you.
So, willkommen zurück. Ja. So. Vielleicht mache ich mir mal ein bisschen Musik im Hintergrund an. Modi? Ja. Kannst du mal die Musikliste mal in den allgemeinen Chat mal schicken? Wann genau fängst du eigentlich mal an? Die fucking Musik. Denke ich mir nach wie vor, die habe ich hier schon 100 Mal irgendwo irgendwo hingeschickt. Das ist, jetzt muss ich erstmal meinen Kanal hier wechseln auf YouTube. Hey, ich würde sonst, du kannst dir entweder allgemein jetzt schicken, dann zeige ich mal kurz im Stream den allgemeinen Channel oder ich gehe in deine Direktnachrichten und. Schreib doch! Warum zeigst du das überhaupt? Ich sag's 100.000 Mal, richte dir endlich ein Fenster auf. Oder wie heißt die Playlist?
speicherst sie halt einfach unter deinen Playlists ab. Mein Gott. Riege Hits war das irgendwie. Stream sich. Ne? Ich hab sie gerade in den Chat geschickt. Diese Playlist, ich habe diese definitiv nicht streamsicher. Wieso? Weil das Songs, weil das Radio-Hits waren, die dort. 100% streamsichere Musik besteht aus sämtlichen Radio-Hits der letzten 20 Jahre. Ja. Kann ich Gift drauf nehmen, dass das nicht. Von welchem Kanal stammt die denn? GEMA. Wird schon sicher sein. So. Der Anführer. Hoffe, ist noch nicht da. Nee. So, ich hab mir mal gedacht, können wir mal Make It Meme spielen. Und ich weiß nicht, das müssen wir gucken. Das ist zu Recht schon ein funktioniert sogar schon fast. Könnt ihr hinhauen. Also dieses Meme, das waren diese lustigen Minion-Bilder, oder? Die man immer auf Facebook sieht. Ja, hoffentlich nicht. Also hier steht's ja sogar in Spielanleitung, gibt's ja, du kriegst ein Template. Ja, ja. Ist ein Template und das Text dafür schon eingestellt für uns. Du musst also das Family-Friendly-Mode ist aus, der Timer sollte aus sein. Du musst halt bewerten und dann musst du... Und ich habe ja, alle Memes, genau, die dieses System zu bieten hat, eingebettet. Ah, sehr gut. Gut. Die Spielanleitung habt ihr hier, falls das noch nicht... Jetzt müsste ich nur wissen, wie Memes richtig funktionieren, denn sämtliche Memes, die ich kenne und gut finde, bestehen eigentlich aus Filmen. Also Filmszenen oder momentan aus irgendwelchen Szenen aus Metal Gear Rising. Du wirst schon mitkriegen. Ich habe ein Meme drin, also mal gucken. Mach dich bereit für dein Meme. Ah, jetzt musst du einen Text dazu schreiben. Das kenn ich nicht. Ich kenn das. Ja, dann kannst du dann interpretieren, das Meme. Kannst du auch ein anderes Meme nehmen. Das kenn ich zumindest. Ich hab nur absolut keine Ahnung, wie funktionieren Memes. Aber auch keine Ahnung, was ich jetzt schreiben soll. Ich weiß, ich kenne das Meme und ich weiß auch, wie es funktioniert, aber mir fällt nichts ein. Aber wir haben einen Timer. Warum das? Eigentlich sollte der nicht drin sein. So ein Mist. Also mir fällt hier wirklich nichts ein. Ich glaube, ich bin zu alt für dieses Spiel. Kannst du auch ein anderes Meme nehmen? Das ist, glaube ich, das Einzige, womit ich was anfangen kann. Ich kann es versuchen, aber... Warum ist der Timer drin? Das ist halt ein bisschen mies mit dem Timer. Kenn ich nicht. Ah, das kenne ich. Ja, das ist... Alle Memes, die ich kenne, sind politisch. Dann mach's politisch. Kannst dir jedes Meme politisch machen. Ein Meme ist irgendwie... Ja. Okay. Abbrot. Naja. Jetzt müsst ihr bewerten. Nächstes Meme. Das ist mein eigenes. Oh ja, das ist relativ aktuell. Man kann es downloaden. Ja. Das ist ein politisches. Das ist das Einzige, was mir eingefallen ist. Eine Memes gewotet. Schauen wir das Ergebnis an. Cool. 1000 Punkte. 1000 Punkte. 0 Punkte. Hey, das erste fand ich gut. Ja. Kannst du gleich downloaden, wenn es dir gefallen hat. Nein, so gut nicht. Ja, das Zwergi-Modi-Meme, das finde ich gut. Ja, das ist halt wirklich aktuell, weil du hast halt gegen mich im Schach keine Chance. Du. Und ich bin nicht mal gut. Entdeckst du halt. Ja.
Aha, okay. Kenn ich, aber kann anderes ich nicht mit Meme. Anfangen. Hm. Nein, du bist nicht zu alt, du bist jünger als ich, Mordi. Das ist eins. Hm. Das ist, ja. Ich find's gut. Leider haben wir halt nur drei Memes, dass man halt dann mit mehreren spielt, hat man dann halt. Ja. Hey, das stimmt. Ja. Mordi, wenn der Podcast ausfällt. Das finde ich gut genug, dass ich mir das speichere. Das schicke ich gleich mal auf den Discord-Server, Moment. Hm. Nächstes Meme. Hey. Das müsste ich. Für den Joke müsste ich jetzt eigentlich einfach aus der Lobby gehen. Wir sollten mindestens einen dieses Spieles scheiße Joke mindestens haben pro Runde. Nee. Ja. Es ist halt auch scheiße, weil wir. Weil ihr keine Memes macht, weil ihr keine Memes könnt. Das ist doch. Ja. Ich bin halt einfach nur bösartig. Und ich kann Memes. Ja, aber das mit der Queen, das finde ich echt gut. Hm. 1010 Punkte. 0 Punkte. Für Modi. Modi schreibt einfach jedes Spiel. Oh, das ist gut. Oh, das kenne ich sogar. Jetzt müsste mir nur was einfallen. Meisterwerk eingereicht. Dann warten wir auf die anderen. Na kommt. Mir wird doch was einfallen. Zeit ist dumm. Ich meine, es ist korrekt. Ja. Wir sollten noch eine Runde machen und einfach nur das Spiel beleidigen. Bei mir fängt halt mit Portal 2 an. Ja, das ist halt einfach wirklich meine Geschichte mit Steam. Meme Buddy.
an den Memes gewotet. Schauen wir uns das Ergebnis an. Na? Na. 1000 Punkte. Meme Buddies. Ja. Du kriegst extra Punkte, wenn du einen Meme-Buddy hast. Yay, ich hab gewonnen. Mordi ist letzter. Tja, sure, noch eine Runde. Eine ja. Noch? Fragezeichen. Von mir aus. Jetzt haben wir angefangen. Jetzt können wir nicht mehr zurück. Auf geht's. Wir können auch nochmal. Eine. Ich kann auch den ganzen Kram auf eine Runde stellen. Dann erstellt mir genau ein Meme und dann ist es rum. Nee. Lass es mal bei 3, aber ohne Timer vielleicht. Mach die Timer aus. Den Timer auf 300 Sekunden drehen. Das kommt auch selber raus. Ja. Okay. Wir können nochmal Scribble.io spielen danach. Ja, bitte. Das verstehe ich, dazu fällt mir aber nichts ein. Könnte ich bleiben wir weiter im Theme. Ja. So. Na dann. Nächste Woche noch einmal versuchen, mir eine Grafikkarte zu botten. Und wenn es dann nicht funktioniert, hole ich mir halt eine teure. Wie können wir Make It Meme noch besser machen? Meme ist besser. Interface abschalten. Ja. Next Meme. Ja. Ich meine, ja. Oh, hey. Nice. Ich habe mal ein paar Memes gespeichert. Fühl ich nicht. Oh Gott, was ist dieses Template? Das ist ja allein schon fantastisch. Ich speichere mir jetzt das Bild. Ja, hatten wir schon. Was ist da los? Ich weiß es nicht, bei mir ist es nicht. Ich hab nur einen Ventilator spontan ans Ding gehalten. Das klang ja scheiße. Du
Wenigstens läuft gerade Ahead in Time Soundtrack im Hintergrund. Ist ja auch ein geiles Spiel. Im Gegensatz zu dem hier. Ich hab doch gar nicht gefragt, haben wir überhaupt Zuschauer gerade? Ja, ich weiß nicht. Tja. Das ist gut. Das ist fantastisch. Ja. Wir bleiben auch echt im Team. Ja. Irgendwie schon. Wir müssten eigentlich alle diese Memes abspeichern und direkt an Make It Meme schicken. Ja. Alle Memes gewotet. Oh. An Meme Buddies. Oh, nur 510 Punkte. Diesmal gewinne ich wohl nicht. Du wolltest abspeichern. Einfach auf Download klicken. Ist schon erledigt. Nice. Wenigstens das eine. Okay, was kommt jetzt? Na. Nee. Nee. Oh, scheiße. Ich kann nicht mein Meme wechseln. Sehr gut. Das ist jetzt blöd. Was machen wir jetzt dazu? Das ist ja crap. Ja, gut. Fällt mir nichts zu ein. Nur mal das Beste draus. Das Lustige daran ist, es ist wahr. Du holst dir dann direkt erstmal einen runter? Im übertragenen Sinne wahr. Wo ist das? Oh, fuck, man. Oh je. Okay. Ja. Fuck, man. Das Randy Marsh's Bild hat mich echt bekriegt. Mich auch. Das ist echt gut. Oh, fuck. Das war das Letzte, was ich hatte schon. Das ist ein fantastisches Bild. Das ist auch eine fantastische Folge. Welche war das nochmal? Wo sie, glaube ich, das Internet abriegeln oder sowas. Und das war der einzige PC, wo das Internet noch existiert und sie sich anstellen müssen. Und Randy Marsh bricht dann ein, um sich einen runterzuholen. Weil er kein PC, kein Internet hat, konnte er sich die ganze Zeit nicht einen runterholen. Also ist er halt einfach komplett explodiert. Ja, stimmt. Ja, South Park ist auch so eine kleine Extraklasse. Ich fand das Ende davon echt stark, wo einfach jemand hingeht, Stecker raus, Stecker rein, geht wieder. Ja. Die Leute von Microsoft hatten doch recht. Ach, Mann, ey.
Universe. Oh, hier sind nochmal alle Memes. Ja, hättest du dir auch einfach holen können. Das Podcast-Meme fand ich ganz gut. Ja, das war... Tja. Tja. Was nu? Wollen wir noch Scribble Arrow spielen? Machst du noch ein Scribble Arrow auf? Dann ich kann eins. Kurz eins machen, Moment. Das. Modi und ich starten die nächste Runde. Was? Wir haben eine nächste Runde? Ja. Oh ja. Ich hab einfach mal eins abgeschickt. So ist das Meme, glaube ich, auch im Original. Dieses Lehrers. Okay, das ist tatsächlich gut. Ja, das ist, glaube ich, original. Das ist so, wie es im Internet ist, das Meme. Nein, das ist eigentlich diejenigen, die es wissen und diejenigen, die es nicht wissen oder sowas. Die Kopie des Lehrers, die Kopie, die die Schüler bekommen. Ich bin gerade irgendwie in einer Random-Runde gelandet. Ah, Private Room, hier. Wie viele Runden wollen wir? 3, 5, 10? 10. Gut, wir machen also 4 Runden, 80 Sekunden, gehen wir auf 90. Wir können ja nochmal spielen. Custom Wörter aber lassen wir einfach mal weg. Okay. Und einfügen. So. So. Ja. Bist du gerade von der Seite? Nächste okay, Runde. Cool, ich starte gerade scheinbar alleine Runde. Ups. Aha. Nein, bei dem Meme-Ding. Ups. Nee, ich bin noch mit drin. Ja, jetzt bin ich alleine. Ich bin nicht mehr drin. Sollen wir irgendwelche Custom Words nehmen? Da bin ich mit meinem Skin. Ich hab scheinbar irgendwann mal die letzte Runde gewonnen. Oder so. Ich lasse die Einstellung jetzt für ein Fenster so. Das scheint zu passen. Sollst du allgemein einfach eine Browser-Einstellung machen? Oder endlich eine fucking Fensteraufnahme einstellen? Ja. So, Prof fehlt noch in der Runde. Ja, ich kann, komm gleich. Willst du nicht die Time noch ein bisschen noch höher stellen? Ich hab auf 90 Sekunden, das reicht uns. Meinst du? Soll auch ein bisschen herausfordernd sein. 1,5 Minuten pro Bild geht. Auch noch den korrekten Schnurrbart. Da ist er. Na dann. Mordis Blick ist einfach, der Blick von dem Charakter ist einfach passt. Ich habe an diesem Charakter nicht viel geändert. Okay, dann starten wir mal das Spiel. Oh, scheiße, ich muss als erstes. Kirikos ist schon den geworden. Ich bin. Dann bin ich zufrieden. So, wir raten. Ich könnte die Fensteraufnahme noch ein bisschen zentrieren. So vielleicht. Hodensäcke? Ich weiß nicht. Du hast irgendwas Rundes, komisch geformtes gemacht. Ich sehe es noch nicht. Jetzt kommen die Haare! God fucking damage. Ey, Kratze, ganz im Moment ist vorbei. Hier ein bisschen mehr. Wir sind nicht seriös. Nein, sind wir nicht.
Ich hab's instant auf den ersten Versuch. Ja, cool, ich war nicht sicher, ob es A überhaupt gibt. Hm. Hat sich gelohnt, dass ich das Ganze oft in meinem Zeichentablet aufgemacht habe. Tja, also. So, da dann. Haha! Was? Das soll auswendig gelernt werden. Na komm, das ist doch. Was soll ich auswendig lernen bei Zwergis Zeichenstil? Ist das nicht eindeutig? Nein, ich weiß nicht, doch, ist es. Was? Ich kann hier noch. Ist eine Box mit blauem Zeug drin. Ach, okay. Hier noch ein bisschen. Haha! Okay, alles klar. Mordi is choosing a word. Ja. So, fertig. Tja. Welche Farben hat das Ding? Prof. Was hat diese Farbe? Dann können wir hier noch so ein bisschen. Einen blassen Schimmer. Ups. Ein Stein. Wow. Ja, ich hätte auch Quartal zur Auswahl gehabt. Das wäre einfacher gewesen. Es gibt auf, es gibt, also wenn man es, ja, es gibt, wenn man es googelt, gibt es ganze Listen mit Wörtern für Scribble, die man nehmen kann. Mit, welches nehmen wir denn? Also, ach, wenn wir, witzig ist. Wenn wir die normalen Namen nicht nehmen wollen, können wir auch mal irgendwie Charaktere aus Videospielen oder etwas. Das können wir. Hast du gehört? Wenn Modi, musst du halt dann machen. Ich meine, Lobby. Nee, ist lang. Das könnte passen. Lol. Nee. Was? Das du musst einfacher denken. Einfacher. Ah. Ich hab's einfach nur random hingeschrieben. Ach du Schande. Okay, cool. Gut, wenn ich versuche, Hände zu malen. So. Köpfchen. Haare. Spielt keine Rolle. Mhm. Hinschauen, beschreiben bist. Was genau zeichnest du da gerade? Hm. Ah. Nicht das, was er denkt. Was? Ach, okay. Ja, Was? Wo kommt das O her? Verdammt, ich dachte, ich hatte es. Gott, was? Fucking dammit! Oh, fucking dammit, Zwergi!
Brokkoli halt. Fucking Brokkoli. Ah. Oh Gott, ich kann nicht zeichnen gerade. Ich glaube, das sieht so aus, halbwegs. Oder so. Ich habe keine Ahnung, nach was es aussehen soll, also. Diese Dinger da, wo man drauf sitzen kann, ja. Aha. Es hat drei Buchstaben. Fängt mit H an. Dinger, wo man drauf sitzen kann, okay. Natürlich. Die Dinger, auf denen man sitzen kann. Ja, ja natürlich. Ja. Da setze ich mich auch immer drauf, Morty. Das weiß doch ich nicht. Ich kenne doch deine Gewohnheiten nicht. Welche Farbe nehmen wir denn? Nö. Ah, ja. Natürlich. Fast, Moni, fast, fast. 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 Schlaufe ist nah dran. Ich weiß es. Knoten ist eigentlich auch dicht, ist nah dran. Schlaufe ist aber noch näher dran, weil es schon sehr, sehr ähnlich ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Schleife. Gut. Schwergenfürst ist Shushing Award. Okay, mal schauen, ob ich das hinkriege. Gerade malen ist so ein bisschen schwierig. So. Was? Ah. Genau. Ich wollte gerade erstmal Hochdruckdampfkesselgedöns da eingeben. Okay. So Hochdruckkochtopf. Nah dran. Falsch geschrieben. Mit E als zweiten Buchstaben. Denkt euch viele von den Leuten. Was bilden die dann? Also abgesehen von dem Spaziergang. Ein Intelligenzvakuum. Ne. Abgesehen davon. Das hätte mal gepasst. Hätte gepasst. Die laufen dann von hier woanders hin nah dran. Test. Die
Die sind doch gar keine. Die sind doch gar keine Demonstration. Die sind nur Spaziergänge. Aber Demonstration musst du anmelden. Spaziergänge nicht. Ja, Spaziergänge. Schade, dass es Spaziergang nicht als Wort gab. Und tolle Musik. Ich sagte, ich sage fertig, Zwerge gibt Planke ein. Nice. Was könnte das sein? Du schaffst das. Was könnte das sein? Was Dünnes mit einem... Was Dünnes mit so einem Knubbel hinten? Was könnte das sein? Mir fällt nur, aber wie wird das geschrieben? P-E-N-I-S. Ah! Darum ist der so dünn. Stricknadel. Als ob. Ja, doch. Natürlich. Okay, letzte Runde, Jungs. Wir haben's fast. Jetzt soll die Seite ein bisschen kleiner machen. Guck dir schon auf dem Tablet. So. Das stimmt auch immer. Und das ist hier das so, gibt's hier so einen gigantischen Penis. Ein feuchten mit Wasser Penis. Drauf. Und einem Stein! Das haben wir ja vorhin gelernt. Und hier ist noch so eine. Was? Das soll ein Pfeil sein. Ja. Was? Ja, schön. Was? Was? Ich weiß nicht, auf welche Situation du anspielst. Was? Ich hab eine Spülmaschine. Ich hab eine Spülmaschine, um die Leute quasi permanent. Danke. Du warst verstanden. Mit dem Spüllappen hab ich nicht gerechnet. Es erspült. Oh, fuck. Er spült. Ich spül halt nicht. Das ist mein massiver Arm. Ja, viele Steroide dafür. Oder viel McDonald's, je nachdem. Oder eine fehlgeschlagene Umoperation. Jetzt hast du einen Arm statt Bein. Ein Steroide erstickt. Wir haben leider nur noch einen Arm, aber dafür ist er sehr groß. Und unten. Nee. Was zum Henker? Ich kann hier gerne noch eine Stunde weitermachen. Das Relevante seht ihr jetzt schon. Ah! Oh nee, das war Profs. Nah dran. Denk einfach. Ah. Ja. Ich finde schön, wie du einfach nicht mehr aufgehört gewonnen. Hast. Gewonnen. Yay. Warum sollte ich auch aufhören? Wollen wir noch eine Runde spielen mit anderen Namen? Mit. Ja, du hattest dir eine Liste mit Videospielfiguren. Dann müsste ich mal googeln. Das ist. Oder du googelst das mal. Es gibt Scribble.io Listen. Custom Words Listen von Videogame oder was du meinst. Custom Words Videogames. Videogame Word List hier.
Dann kannst du, glaube ich, Use Custom wird Explosivli machen und dann. Das sind nur Spiele. New Game. Ja, werde ich mich dann so oder so dann komplett schwer tun. Wieso bist du so sehr in Videospielzeug drin? Was? Ich habe keine Ahnung, ganz genau andersrum. So wie ich es gerade gesagt habe, da werde ich mich schwer tun. Ja. Ah, okay. Kenne vielleicht die Hälfte, wenn überhaupt, von der AAA-Games. Bei Indie lässt es dann größtenteils nach. Und wenn es darum geht, was in den Spielen passiert. Es sind ja meistens nur solche Wörter wie Kirby, Mario, Ash. Ich hab hier nur Spiele und die werdet ihr nicht kennen. Ich meine, ich kenne 90% davon, aber. Ja, mach doch mal Videospielcharaktere. Hab ich, es gibt keine Wörter dazu. Das erinnert mich dran, wenn ich jetzt noch ein Spiel auf Steam kaufe, habe ich 555 Spiele. Nice. Wordlist. Und freut ihr euch auch schon auf? Shadow of the Colossus ist hier sogar falsch geschrieben, Alter! Auf Colossus? Custom Words, guck mal, ich habe ich doch. Ich hab die Liste instant hier. Was willst du, Minecraft, Super Smash Bros. First Gen Pokémon? Alle Charaktere aus Minecraft! Nehmen wir Minecraft. Alex, fertig. Achso, du meinst Steve Herobrine, Bad Chicken Co. Donkey, Fox, Horse, das ist. Ich will alte RuneScape Skills. Super Mario Bros, da haben wir. Da Mario und Luigi. Molly, schick dir mal die Liste, kannst dir was raussuchen. Ich hab die Liste hier auch. Ich hab die Seite schon, aber die sind halt alle auf Englisch. Ja und? Gut, nehmen wir Super Smash Bros. Ultimate. Viel Spaß auf Englisch. Ich kenne die Figuren, aber ihr wahrscheinlich nicht. Also das, was da in diesem Screenshot drin ist, was man da gerade sieht, ist noch ein paar Pokémon. Ich kenne nicht ein einziges Wort. Da ist noch ein paar Pokémon mit dazu. Super Smash Bros. Ja, Pokémon wird schwierig, die kennt man nicht. Pokémon, nimm Pokémon nicht mit dazu. Nimm noch Minecraft mit dazu. Da ist vielleicht was Kreatives mit drin. So, und rein aus Prinzip nehmen wir First-Gen-Pokémon jetzt auch noch mit rein. Mm-mm. Nur weil du es jetzt nicht willst. Die englischen Namen kennt keine Sau. Das ist, ich kenne jeden einzelnen davon. Ich kenne ja nicht mal die Deutschen. Die deutschen Namen sind schon... mit rein. So. Und exclusively. Viel Vergnügen. Oha. Runde 1. Habt Spaß. Prof kennt keins von den dreien, die jetzt wählen muss. Ja, und ich alle, aber ich werde es nicht erkennen. Kein blassen Schimmer. Ja, googelt es einfach. Nö. Ja, googeln einfach, wenn man es nicht versteht, ich muss man es googeln. Ich zeichne jetzt frei Schnauze. Ihr habt euch das jetzt eingebrockt. Es ist was mit 1, 2, 3. Fertig. Es ist auf Englisch. Aus zwei Wörtern. Ja. Wirkt es Pokémon nicht oder war es eins von den anderen? Ich habe keinen blassen Schimmer. Es ist einfach Englisch. Ich könnte es keinem Spiel oder sonstigem zuordnen. Das könnte Black auch sein. Reingeschrieben. Ja, wir wissen, dass das erste Black ist. Nein, du weißt nicht, dass das erste Black ist, weil das erste Wort hat vier Buchstaben vor. Oh, ich bin aber. Dann ist es Dark. Dark. Ja. Nee. Dark. Ich weiß, glaube ich, wer gemeint ist, aber ich weiß nicht, wie der Typ heißt. Cross Smash. Ja. Dark Pit, den kenne ich auch nicht. Das war der, das war die. Das warum habe ich eine dunkle Engels Grube gemacht? Wie ich den zeichnen soll, habe ich keine Ahnung. Lost allesamt. Ist blau. Blau. Ich glaube, der sah so aus. Der war ziemlich groß. Dumpf.
Hatte keinen Hals. Blau, kein Hals. Sieht aus wie irgendein Gegner aus Binding of Isaac. Ich kenne Binding of Isaacs nicht. Ja, ich schon. Sieht so aus. Ich hab den lange nicht mehr. Ja, okay, ich weiß. Ich habe lange nicht mehr geguckt. Ich habe das. Ich habe auch lange keine Spiele mehr in der Art gespielt. Und ich weiß nicht, was es. Ja. Ich weiß wer. Ich kann zur Hilfe jetzt mal hier noch den kleinen. Ist gar nicht so schlecht. Ist gar nicht so schlecht. Es ist ein Pinguin. Ja, den nochmal daneben malen. Weiß man es eigentlich? Nö. Wer was ich kennt nicht. So. Ich habe mit Nintendo absolut nichts am Hut. Ich kenne die Smash-Charaktere. Meine letzte Nintendo-Konsole war eine Game Boy SP. Davon hatte ich ein Game Boy Pocket und das war's. Gegen DDD, wie sah der aus? Okay. Ah, so sieht der aus. Okay, da ist noch eine Mütze und so weiter. Ich will nicht, was war das? Ich hoffe mal, dass es das eine ist. Na, ist ja schon schwierig. Das Größere. Ich gebe euch den Tipp, es ist Pokémon. Er sagt das Größere und ich mach Kirby. Das ist. Ich glaube so. Großer Kirby. War auf jeden Fall irgendwie das noch da. Pokémon erkenne ich. Augen. Oh, das war. Ja, das andere. Das andere! Meine Generation 1 Wissen liegt zu lange zurück. Ich habe damals die rote Edition falsch geschrieben wahrscheinlich, gespielt, oder? Als ich noch kein Englisch konnte. Es ist Englisch. Und es ist das andere. Ich konnte kein Englisch. Ich habe das gespielt, da war ich 4. Wie heißt ein Pummelhof auf Englisch? Ich google es. Ich kann nicht mal Deutsch lesen. Englisch. Ich habe nur sehr viel A gedrückt. Jigglypuff. Ja, die Entwicklung! Das ist die fucking Entwicklung. Ich weiß nicht ganz genau, wie sie aussieht, leider. Sekunde. Ich meine, es ist ja passend. Ha! So sieht's aus. Danke. Wigglytuff. Ich hätte übrigens auch Simon als Auswahl gehabt, da hätte ich wahrscheinlich einfach Unge gezeichnet. Der ist einfach ein Kreis mit 3-4 Punkten drunter malen können. Simon Says. Ich weiß nicht. Das hätte Prof so gekonnt. Es war sowas von Kirschkuss left. Hey, er wurde gekickt. Reicht, du hättest sogar noch malen können. Ja. Ich weiß gar nichts davon und ich habe keine Ahnung. Ich wollte auch gerade Raichu anklicken und dann wurde ich gekickt. Dann warte ich mal noch hier, vielleicht errätst du das noch. Ich glaube, ja, das ist. Sekunde, ich google es mal. Ich google es mal schön. Ja, genauso wie ich es mir vorgestellt habe, genauso. Das ist dann hier so. Ah. Dann hat es. Hier so, so, so. Das musst du dir jetzt mal dreidimensional vorstellen. Und hat das hier. Oh, jetzt kriege ich Werbung. Warum kriege ich Werbung? Bei Scriblio. Es ist kein Metroid. Man hat immer Werbung bei Scriblio. Oh, okay, gestreamt Game. Ach so, stimmt. Gen 1 Pokémon sind ja auch dabei. Wir sind doch, jetzt doch, kenn ich sogar. Das hat dir noch gefallen. Oh ja, kenn ich. Ja, ja, das ist der Pilz. Das ist der Pilzkrebs. Irgendwelche Punkte. Der Pilzkrebs. Oh, das sollte man eigentlich kennen. Das ist relativ bekannt. Ist nicht dieser fette Blob von Burger King? Auch. Ja, das sind ja auf Englisch. Meinst du damit die Kunden, oder? BK Customer. Nee, ist es nicht. Wie heißt denn das?
Ja. Auf Deutsch wäre es einfacher, das ist schon... Weder auf Deutsch noch auf Englisch. Ich hoffe zumindest, dass es das ist. Es ist es, das ist es. Okay. Sehr hart. Okay, prinzipiell fertig. Machen wir noch ein bisschen Details hier so. Du musst noch Wolken drumherum machen, ja. Das gefällt mir sogar relativ gut. Smogon ist es. Ja, Coughing. Koffer. Das ist mir echt gut gelungen. Ja, ist es. Im Vergleich, ja. Hätt's noch ein bisschen Beulen reinmachen können, so außen so ein paar Pickel so drauf, dann, weil sonst sieht's Nebulak zu ähnlich. Nebulak ist ja auch ein blauer, ist auch ein. Nein, es ist eine schwarze Kugel mit lila Zeug außenrum. Das ist ein Unterschied. Ist es die Mülltüte? Nein, das ist nicht Gen 1. Nee, ich hab keine Ahnung. Ich geh grad nur nach dem Namen. Würden sie repassen. Ja, ich weiß schon, was es ist. Moment. Ja. Wollte nur ein bisschen reintrollen. Das war relativ klar. Aber Krabby sieht anders aus. Ich hab Mr. Krabs gezeichnet, weil ich keinen blassen Schimmer habe. Es ist nah dran. Hm, so sieht er aus. Ja, ist einfach eine Mr. Krabbe. Ist einfach eine fucking Krabbe. Und ich kann eher Mr. Krabs als eine Krabbe. Na komm, so den kennst du auch, Prof. Nö. Den kennst du auch. Doch. Dann sag ich einfach nö. Doch, den kennst du. So, hier. Ist es Pikachu? Hier. Ist es Batman? Doch, oder war das anders? Dann? Ich glaube, so rum war das. Es ist Among Us. Es ist Among Us. Ist es nicht. Bist du dir sicher? Es wäre so lustig, wenn einfach in die Wortliste sich Among Us reingeschlichen hätte. Wer kennt es nicht, das Gen 1 Pokémon Among Us? Es ist kein Gen 1 drin. Es ist kein Gen 1 Pokémon. Ist es mal gucken, wie lange es noch dauert, bis Among Us in Smash ist. Die sind fertig. Guck mal, das geht immer durch. Bis zum nächsten Teil. So, hier. Ich müsste doch eigentlich. Es ist die fette Kröte aus Mario. Es ist der Nintendo Amerika-Chef. Na komm, Prof. Ich kenne mich nicht mit Nintendo aus. Es ist Bowser. Zu spät zum Eintippen. Ich trinke gerade was. Ich weiß. Nenn dich mal was Prof gekannt hätte. Oh, ich glaube, ihr kennt den englischen Namen nicht, oder? Dann google ich's. Wenn ich den deutschen Namen kenne, dann google ich nach. Mach's einfach mal so. Gelber Penis. Stilistischer. Oh, brauner Hosensack und gelber Penis. Ich bin gerade nah dran. Nee. Eine Ente mit einem gelben Penis im Gesicht. Dann ist es Anton. Das ist... Das andere. Ich hab's, wie heißt's auf Englisch? Das hätte ich nie herausgekriegt. Ja, ich weiß. Ich versuch's grad gar nicht erst. Das hat jetzt für Pokémon Schwert und Schild, war das, glaube ich, eine Weiterentwicklung gekriegt, wo es dann dieses... überhaupt nicht. Die Weiterentwicklung ist Lauchzelot. Die Ente mit dem Lauch. Das hat den Lauchzelot gekriegt. Ich kenne vielleicht ein Lorenta. Zehntel der Pokémon in der ersten Generation und danach kenne ich nicht ein einziges. Lauchzelot ist einfach großartig, das ist... Wenn sie dann... Den Lauchzelot. Die Weiterentwicklung von Porenta. Ein Lauchzelot ist einfach großartig. So ein Lauchzelot-Fan. Kirikos ist choosing a word. Kriegst du irgendwas davon hin? Das eine kenne ich, glaube ich, so noch, weil es noch Teil in der Geschichte vom ersten Teil noch drin war. Dann klick's an.
Wird, glaube ich, anders geschrieben. Dickere Striche. Ich brauche dickere Striche. Dick, das ist also nicht. Unsicher, was du meinst. Kriegt man bei diesem Vogel, der das Pokémon-Speichersystem gebastelt hat. Aha. Ist ein Fossil-Pokémon. Gen 1? Ja, ich war. Gen 1, ich kenne nur Gen 1. Ich wusste nicht, dass das Gen 1 war. Ich kenne das Pokémon nicht. Der Käfer. Wie heißt das? Ich habe keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Und Fossil-Pokémon habe ich dann. In Englisch. Die Fossil-Pokémon, die habe ich immer im Pokémon. Die hatte ich kurz vor 2 Minuten im Team, habe ich dann sofort auf die Box gelegt. Ich habe die Fossile nie im Team gehabt. Keine Ahnung, ich bin nie mit beschäftigt. Kabuto. Da ist, glaube ich, sogar in Deutsch so. Ja! Das beibehalten. Ja! Warum hab ich der ist das, nee, das die gelbe Edition habe ich halt so teilweise gespielt. Ich kenne keinen von. Ah, doch, den kenne ich. Das ist das erste Computerspiel, was ich geschenkt bekommen habe. Also ganz ehrlich, ich kenne Pokémon aus 2 Dingen. Erstens Gen 4, zweitens dem ersten Film. Das sind die 2 Videos, die ich Pokémon kenne. Und die und Unmengen an YouTube-Video-Parodien. Ah, so sieht das Ding aus. Okay, so und Gine. So, die Haare zuerst gemalt. Okay, es hat Haare, das heißt, es ist kein Pokémon. So, dann hier. Batman. Superman. Iron Man. Superman kriegt einen Smash-Klon zumindest, also von daher. So, dann haben die hat bestimmt Warner Bros. Ja. Macht Dinge. Falcon Man. Hat hier so eine. Das wäre Captain Falcon und der ist. Und das ist möglich, dass er es ist. America Man. Ja. Ist dann hier so eine. Mit KL? Was? Ist halt jetzt hier, das soll eine Kanone sein hier, das ist dann hier so. Spider-Man. Hier so. Ja, hier die blauen Haare sind ganz wichtig. Die blauen Haare? Was für blaue Haare? Ich kenne. Oh, großer Gott. Hättest du nicht einfach einen fucking Tintenfisch machen können? Ich habe Inkling, das Splash habe ich auch nicht gespielt. Das war hier nie drin, das musste ich erstmal googeln, damit ich weiß, wie es aussieht. America Man. America Man. Pikachu ist es nicht. Nee, aber nah dran. Na komm, Bauf, das weißt du. Nö. Das weißt du. Doch, den kennst du doch. Ich kenne Pikachu, da hört's auf. Pikachu ist kleiner Bruder. Ist, glaube ich, nicht First Gen, kenne ich nicht. Ist bestimmt First Gen. Leider. Hatte das einen Schwanz? Ich guck mal grad auf dem Wiki, das ist easy First Gen. Das hatte spitze Ohren. Das hat nicht so wie Pikachu, sondern das hat so eckige, dreieckige Ohren. Ja. Keine Ahnung, nie gehört. Die Vorentwicklung von Pikachu. Oh, wer hätte es gedacht, Der einzige von uns, der wirklich Videospiele spielt, hat gewonnen. Und ich auf dem 2. Platz und drauf auf dem 3. Platz, wen wundert's? Ich nehm dann einfach mal die Dinger raus. Machen wir nochmal normale Worte. Pichu ist im Pokédex 172, er ist nicht in der ersten Gen. Oder schreib mal selbst ein paar Worte rein, die wir. Ja, Pichu kam in der 2. Generation dazu, also kenne ich nicht. Ich nehme einfach mal die beiden Smash-Sachen und normale Worte dazu. Nicht auf Englisch. Das wird interessant genug. Ein Prof kennt die auch nicht. Ja, nicht exklusiv, sondern mit rein. Und schreib eigene Worte noch mit rein. Verdammt, ich hätte morgens reinschreiben können.
Lass mir mal langsam irgendwann noch was zu essen machen. Ich habe heute noch gar nichts gegessen. Ja. Ich hatte 2 Portionen Nudelsalat. Krieg, was ist schon singewort? Jetzt kennst du das immerhin. Es könnte alles sein. Ich glaube, ich setze das mal nach oben fort, sonst denkt man noch, das wäre ein fucking Raumschiff. Okay, meinst du, es ist irgendwie grün markiert, aber... Ach so, ich hab's gegessen, oder was? Ja. Warum steht das im Text mit drin? Ja, das ist leicht. Ach, es riecht dahin. Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Herz die Fliege abgewehrt. Das brachte das Pferd um. Es fiel sofort um. Mit seinen inneren Organfliegen zu bekämpfen ist schon ziemlich dumm. Was? Danke für den Ohrwurm. Ah, das ist eindeutig der Blinddarm. Sogar sehr nicht. Machen wir es mal ein bisschen ekliger, so. Eitriger Fingernagel. Teil geht's. Finger ist mir erschreckend gut gelungen. Gut ist relativ. Es ist ein sehr eigensinniger Zeichenstil, sagen wir es mal so. Wer ist denn das? Mit der Maus hingeschmiert von daher. Wie nennt man das denn? Wie nennst du den vorderen Teil deines Fingers? Das, was in den Fingerkuppe. Fingerkuppe, aber das ist... Nah dran. Das habe ich schon geschrieben. Oh. Nein. Ich habe es noch geschrieben. Ich hab das ist ein Wort, das ich nicht verwende, ganz ehrlich. Ich auch nicht. Also nein, ich nenne meinen Finger nicht so, die vorne. Da mal drauf zu kommen. La 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 la. La 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 la. Bokul ist es nicht. La 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 la. Lüge. Vermischen. Was zum Henker? Das ist fies. Das ist gemein. Das ist fies. Kann es sein, dass du unsere Take-Two-Streams gesehen hast? Mhm. Vermutlich stark. It Takes Two. Wir haben auf Robben geschossen. Nö, ich hab nicht einen einzigen von euren Streams geguckt. Tja. Würde ich auch nicht empfehlen. Außerdem Teil im Baum, der war wirklich lustig. So, das ist ja im Prinzip eigentlich, ja, es ist... Was kann man noch dazu malen? Wasser.
ist nicht kalt. Na komm, Leute. Oh. Nun. Ein Wörterbuch an allererster Stelle. Ich hab grad, bin gerade Wildinselnamen im Kopf durchgegangen. Und ob dir mir da irgendein dreistelliger einfällt. Hm. Da habe ich jetzt was verkackt, so. Wie nennt man ganz viele Fliegen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Schwarm. Okay. Ja, war erkennbar. Der hat ja aber ja einen Fisch, der hat sich Fische gemalt. Was? Das wäre eher der Fischschwarm. Ich bin eher nicht in einem Schwarm, das ist das Problem an der Sache. Na doch. Schwimmen die nicht in Schulen? Ja. Ja. Und da erkennt man das doch. Also bei Fischen hätte ich direkt Schule erkannt. Okay. So, tschüss. Hey, gelb solltest du auswählen, du Arsch. Oh, ich hab grad aus Versehen. Ich hab grad eine Weile rausgeklickt gehabt, bin grad zurückgekommen. Hab einfach das Wort reingeschrieben. Nestbrand! Nestbrand klingt auch wie eine ganz böse Geschlechtskrankheit. Ich weiß es nicht. Nestbrand. Das ist das sind Nestbrand, das sind Schuhe, das ist eine Schuhart. Was? Google's mal. Google mal Nestbrand. Aber wo sieht das Ding aus wie ein Schuh? Das ist ein Komet. Nestbrand. Ha! Nestbrand ist scheinbar Schuh. Das sind Schuhe. Brennen sie wenigstens? Wusste ich nicht, aber. Nein, es sind solche. Das sind ganz hässliche Schuhe. Es sind Slipper. Na komm, Modi, das erkennst du. Ist doch dein Spezialgebiet. Der koksende Schwan hat so viele Arme. Ja, Tentakel hat er, aber was hat Tentakel? Und was ist in Hentai ist drin? Ah ja. Ja. Ach, verdammt. Ich hätte auch einen großen Stift nehmen können. Octopus. Octopussy. Plandle. Nestbrand. Aha. Ja. Feueralarm.
Runde 4 von 4. Nächstes Mal. Oha. Jo. Verdammt, du warst schneller. Ich war schneller. Scheiße. Hehe. So, machen wir jetzt nochmal. Das wäre zu schön gewesen. Malen wir das nochmal. So, so. Wie habe ich das gemalt? So habe ich das gemalt. Ich wusste es. Oh, schon. Wie habe ich das gemalt? So habe ich das gemalt. Da war es schon irgendwie klar. Bubatz! Ja. Bubatz. Oh, fuck. Bubatz. Wort noch nie gehört? Doch schon, aber bisher nicht oft. Ich höre es wie? Ich tu nichts! Was war das gerade? Du wurdest gehackt. Smog! Nein, es ist diesmal nicht Smogon. Nestbrand, so. Genau. So, ja, es ist Nestbrand. Mist. Wollte noch so einen ganz kleinen Menschen nehmen. Prof hat gewonnen. Ich bin letzter. Ah. Wollen wir es für heute dann gut sein lassen, oder? Ja, Sandy wollte noch eine Runde Cards Against Humanity spielen. Nee, muss jetzt glaube ich nicht mehr. Lass was gut sein für heute. Wir sind jetzt fast 3 Stunden aktiv. Beim Mainstream ist gerade auf 3 Stunden gesprungen. Oh, schön, meine Domain-Mails kamen jetzt gerade alle. Dann würde ich mal sagen. Reicht auch. Ja, reicht auch. Haben wir gerade zu ganz Domain. Jetzt kann Mordi danach auch schön gemütlich wichsen gehen, damit das aussieht wie Randy Marsh. Ja. Das Meme-Game haben wir gespielt. Erst in genau einem Jahr. Also fürs eine mal ausprobieren, war es ja ganz lustig, unsere Memes dann. Das gegen Ende, wo wir einfach nur auf das Spiel beleidigt haben, war es gut. Gegen Ende? Wir haben von Anfang an das Spiel nur beleidigt. Und ein paar passende Memes. Da waren die Memes aber scheiße. Das Meme mit dem Schachbrett war ja auch ganz passend, das Podcast-Meme war ja auch ganz toll. Ja. Oh Gott, ich sehe gerade in dem Discord-Memes-Channel, es gibt Waffeln in Lego-Form. Die du aufeinander bauen kannst. Mhm. Jetzt habe ich Hunger. Okay, ich habe dann geht Hunger, was. Aber noch mehr. Und dann geht was essen. Dann würde ich sagen, danke fürs Mitmachen. Danke fürs dabei gewesen sein. Oh, ja, gerne doch. Ja. Ja. Nächste Woche ist, glaube ich, wieder Podcast am Samstag. Guck mal, Kalender und übernächste Woche ist Pen and Paper am Samstag. Ja. Wollen wir vielleicht Mordi, wie sieht's aus am Freitag? Am Freitag eine Runde. Wir denken ganz, wie ist das? Ich habe jetzt den Namen vergessen. Das, was wir gestern gespielt haben. Starbound. Ja, wo wir es nach einer Dreiviertelstunde hingekriegt haben, einander zu joinen. Freitag Starbound spielen? Jetzt müssen wir ja wieder joinen. Ja, ich hoffe nur, das Spiel hat gespeichert. Ja. Hoffe ich auch. Ja, ich auch.
Hast du Freitag Zeit, Starbound? Ich denke. Ach, in der Berufsschule. Ich habe am Freitag in der Berufsschule 2 Leistungskontrollen. An einem Tag. Ja, stimmt, du gehst ja noch zur Schule. Das ist ja so ein Scheiß. Das ist. Die Jugend. Ich geh wieder in die Schule. In der Berufsschule. Diese verdammten Akademiker. Wir haben nächste Woche in der Berufsschule insgesamt 4 Tests, 4 Leistungskontrollen. Alles auf die letzte Schulwoche im Block. Und natürlich müssen alle Lehrer wieder in der letzten Woche ihre Tests, die sie nicht gemacht haben, nachholen. Und zwei davon am Freitag und davon ist es einfach zum Kotzen nächste Woche. Zum Glück ist Montag noch keine, da muss ich erst Montagabend lernen. Ach ja, Starbound. Dem Spiel habe ich zu verdanken, dass ich in Steam Level 116, glaube ich, bin. Also mir macht's Spaß. Starbound. 113. Das ist bisher ganz nett. Ich verstehe bestimmt ganze 5% vom Spiel, aber das ist damals lustig. Ich hab's damals halt benutzt für den Steam Summer Sale Exploit und es war sehr amüsant. Mhm. Steam hatten ja damals so ein Punktesystem eingeführt für den Summer Sale, wo du dann Gutscheine kriegen konntest und sowas. Wo du dann in verschiedenen Spielen konntest du für Dinge, die du getan hast, konntest dann diese Punkte sammeln. Mhm. Unter anderem in Starbound. In Starbound hast du Punkte dafür bekommen, wenn du eine Soda-Dose getrunken hast. Das zählt einfach voll gesoffen. Was sie nicht bedacht haben, Starbound ist nativ modbar. Was es bedeutet, es hat eine Stunde gedauert nach dem Start des Summer Sales, bis jemand einen Mod rausgebracht hat, mit dem du aus einem Stück Dirt 500 Dosen Soda craften konntest. Wenn es dir alle weggesoffen hat, 1000 Punkte innerhalb von einer Minute. Ich sag's mal so, mein Steam Summer Sale Abzeichen hat den Level 615. Okay. Das Ding gibt mir 61.500 XP. Nice. Mein 500 Spiele Abzeichen gibt mir 804 XP, so als Vergleich. Mhm. Nun. Ja. Nun. Ja. Oder Abzeichen für 8 Jahre auf Steam, 400 XP. Kann man das sehen? Gut. Das ist direkt auf dem Profil. Bei deinen Badges kannst du reingucken, wie viel XP die dir jetzt als geben. Kann man die irgendwie sortieren danach, oder? Wo sind denn meine Badges? Kann man, wenn man aussieht auf Badges geht, von deinem Profil kannst du auf Completed drücken oder vervollständigt, wie es auch immer im Deutschen heißt. Da kannst du dann alle Badges sehen, die du schon hast und wie viel XP sie dir geben. Also bei Spielemechaniker habe ich 504 XP. Ja, es ist auch so schön zu sehen, so 804, 400, 500, 100, 40, 20, 500... 500, 250, 75, 61.500, 100, 400. Ja. Das System haben sie danach auch nicht nochmal umgesetzt. Weil theoretisch konnte man aus dem Scheiß sich sogar Gutscheine herstellen, jeweils 5-Euro-Gutscheine. Das haben sie dann sehr, sehr schnell dann wieder abgeschaltet erstmal. Beziehungsweise runtergedreht, dass du nur noch einen einzigen Gutschein erstellen konntest. Ich muss heute noch Super Mario 3D World aufnehmen. Passiert. Mindestens. Und ein bisschen schnibbeln muss halt auch noch. Dann würde ich mal sagen, beenden wir den ganzen Stelle hier. Hm. Wird gerade sagen, die Musik hat gerade geendet. Hat sie nicht. Spielt weiter. Gut, na dann. Bleibst wohl aus, du Tablet, du. Ich verabschiede mich für heute. Na dann, wünsche ich dir noch viel Spaß beim Super Mario spielen. Hm. Spaß bei Mario? Seit wann das denn? Keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus, naja, wie wir vorhin sehr gut bemerkt haben. Macht dir Spaß. Ja, Dr. Ebert ist okay.
Geht so, es gibt andere. Es gibt andere Spiele, ich gebe inzwischen andere Spiele, die ich lieber spiele. Das ist so ein bisschen. So die Switch-Games. Ich habe so. Ich habe so ein generisches 3D-Jump-Run von Mario. Ich habe gemerkt. Ich habe die letzten Wochen und Monate gemerkt, also ich finde immer weniger Freude an Nintendo-Spielen, also Mario und Pokémon und so weiter, das ist halt immer so ein bisschen, ich ertappe mich dabei, wie ich sage, so ins Spiel. Dann lieber eine Runde Minecraft. Jetzt lieber eine Runde Minecraft, lieber eine Runde Life is Strange aufnehmen, lieber eine Runde irgendwas, lieber mal ein PC-Game spielen, das ist halt ein bisschen, das ist. Du bist also an dem Punkt, wo ich vor gut 20 also sind, Jahren war. Also sie sind, ich spiele es natürlich immer noch gerne. Es ist Pokémon Strahlender Diamant, habe ich große Freude dran, das zu spielen. Und auch es macht auch Spaß, das immer noch Mario zu spielen. Mario Odyssey, Mario Super, also muss man wieder anfangen, Mario Odyssey. Der letzte Part ist ein Jahr her. Das ist ja. Das macht Spaß, aber ich merke so, es gibt andere Spiele, die mir mehr Spaß machen. Das ist so, dass solche Sachen wie manche Indie-Titel und so, gerade Life is Strange. Dieses Indie-Spiel, das von diversen AAA-Firmen aufgekauft wird. Life is Strange, die Reihe ist nach wie vor ein Indie-Game, Nein, ist es auch tatsächlich nicht. Das gilt als, ich glaube, Doppel-A-Game, also nicht super viel Budget, aber ist schon gut dabei. Okay. Da gibt es einen Unterschied. Strange. Gut, wie auch immer, ich bin für heute raus. Von wem sind sie denn mittlerweile? Square Enix, oh, okay. Ja, von Square. Waren sie aber von Anfang an. Das ist nicht mehr ganz Indie, würde ich mal behaupten. Ja, wie gesagt, das ist halt. Was definiert eigentlich Indie? Ja, Triple A ist es auch nicht. Definition Indie Game. Self-Publishing eigentlich. Oder wenn du halt bei einem. Independent Video Game, oh, okay. Aber es ist halt weder Indie noch AAA. Without the financial and technical support of a large game publisher. Ja, ja, exakt. Das ist halt bei Life is Strange nicht mehr so. Die sind nicht mehr Indie. Ja, demnach. Ja, wie gesagt, die sind ein Doppel-A-Game. Die kriegen ihr Geld von den Publishern, aber sind nicht direkt von ihnen. Demnach sind Deponia und so weiter sind ja auch keine Indie-Games mehr. Doch, sind sie, genauso wie Skyrim. Die werden direkt vom Publisher ohne. Weil Deadlick Entertainment ist keine Hilfe gemacht. Weil Deadlick Entertainment inzwischen ein großer Publisher ist. Weil die inzwischen. Deadlick Entertainment ist eine große Nummer. Ein großer Publisher. Deshalb, die haben aber mit Self-Publishing angefangen, zur Zeit von Deponia unter anderem noch. Und waren damals mittlerweile sind sie halt keine Indie-Publisher mehr, ja. Hm. Ja, genau. Was man ja jedem Publisher wünscht. Was ja nichts Schlechtes ist, das wünscht man ja jedem Indie-Publisher. Das will ja auch jeder Indie-Publisher. Nein, ich eigentlich nicht. Das ist ja das Ziel, das ist man mal irgendwann mal. So alles. Das ist ja schön. Deep ist gerade aktuell und Gollum halt. Aber gut, ich bin. Ja, gut. Gollum ist doch noch nicht draußen, oder? Nee, ich wollte mich verabschieden. Ist jetzt Deep. So viel Spaß euch noch. Ihr könnt noch im Voice bleiben. Ich bin raus für heute. Na dann. Viel Spaß. Viel Spaß beim Zocken. Cheerio. So, na dann. Ich schicke euch in den Warteraum. Dann wählen wir noch wohin und dann sehen wir uns morgen wieder bei The Witcher. The Witcher 3 Wild Hunt. Spielen wir morgen weiter. Schalte dort auch wieder ein. Ich bin ehrlich gesagt jetzt noch auch nach dem Spieleabend, nach 3 Stunden Spiele. Und mein Spiel auch ein bisschen fertig. Also ab in die Endcard mit euch. Und bis morgen.